Ja, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Livestream. So, ich bin schon gestartet, gell, du es wisst. Hallo? Hallo? Hört man mich? Achso, vielleicht müssen wir noch auf Schandl warten, vielleicht deshalb. Auf alle Fälle, Leute, wir sind back am Start, Phasmophobia, und ich hoffe, es funktioniert. Ich bin heute extra zu spät gekommen und ich habe mich um noch was gekümmert. Kann ich euch dann vielleicht noch erzählen, was noch passiert ist, aber wir warten jetzt auf Schandl bei Phasmo. Wir spielen heute das Halloween-Special, das Halloween-Update mit ganz vielen neuen Sachen. Jetzt höre ich was. Hallo, hörst du mich, Schandl? Jetzt hören wir uns, Ja, jetzt hören wir uns. Das ist jetzt neu, wenn man anscheinend rein schon hört man sich nicht. Das machen die mit Absicht. Oh Gott. Dass man sich nicht absprechen kann. Und das Halloween-Special ist geil, weil es gibt neue Maps, neue Karten. Ich freue mich. Das heißt, die Tante Katrin wird heute auch wieder besucht. Und GPT52 hat vorm Stream 55 Euro donated. Katrin. Bruder, warum machst du sowas? Der hat vorm Stream 55 Euro dagelassen. Hä? Hey, wann hat der das gemacht, bitte? Hä? Wann hat der. Ey, ohne Bitte Witz, wann hat der schaut's mal auf dem donated? Computer. Schaut's auf dem Computer. Wo auf dem Schaut's Computer? bitte auf dem Computer. Was ist denn da? Was ist das? Blackscreen. Da müssen wir hin. Wo Da müssen wir müssen wir hin? hin. Wo müssen wir hin? Oh, eine Guillotine, geil. Ja. Oh, voll Daniel nice. Davies. Halloween Update, ich freue mich. Und wer es nicht wusste, komplett kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, wir starten durch. Und Alter, vielen Dank für 55 Euro von GBT52. Lass das mal regnen am Anfang. Ihr seht es vielleicht gerade nicht, aber ich headbang gerade. So, sorry, jetzt geht's wieder gut. Jetzt geht's wieder das gut. Stimmt ja nicht. Was ist denn los? Was stimmt denn nicht? Fehlt was? Ich nehme. Was nehme ich jetzt? Die große? Er nimmt die große Taschenlampe. Ne, die große ist ja nicht die gute, oder? Oder ist das die. Ich ist die will da nicht. Ist die Nee, große die Taschenlampe große ist die gute nicht die oder ist es die große. kleine? Ich weiß Nein, es die nicht. ist die schlechte. Die große ist Nimm die die kleine, schlechte. bitte. Ich hab die kleine jetzt. Okay. Ja, So, ich der nehme noch Andel ganz schnell. nimmt immer das große. Genau, Andel denkt immer, Jetzt große ist hast du gleich das so besser. faulig. Du musst das andere nehmen. So, was nehme ich denn Na, jetzt was an? macht's ihr? Esshäseln. Weg Darf mit eurem, was ihr habt. Weg damit. Da wir vorstellen, Herr Hobbs und der liebe Matze. Die sind ganz neu So, in diesem jetzt. Spiel. Kuckuck. Kuckuck. Andel hat heute nämlich leider keine Zeit gehabt. Ich habe Andel gar nicht Okay. gefragt, ob er da ist. Ja, jetzt ist es So, brauchen wir eigentlich Ich noch mach irgendwas? alles Achso, das lila. EMF-Reader hätte ich gern. An So. Andel die Ente. Wo ist denn eigentlich Andel die Ente? Mack, mack, mack. Entenhandel. Der Entenandel. Andel die Bannente. Er bannt alles weg, wo eine Kann Ente drin ist. ich eine pfeifen? Streamt Schandl, ich glaube nicht. Schandl, streamst du gerade? Nee, ne? Schandl? Bist du Nee, streamy? mit Nicht? G. Okay. Sie tut nicht Glaube ich. streamen. Chamil Abdramane. Hexion, hast letztes Mal meine Dodo nicht vorgelesen wegen 1 zu 7 später. Hä, hab ich doch gemacht. Ich bin doch alles durchgegangen am Ende. Ich habe alles am Ende durchgelesen, Bruder. Alles. Bin ich mir sehr sicher. Und der 1 zu 7 Doni werde ich wohl nicht vergessen, oder? Also, da muss ich schon einen heftigen Fail gemacht haben, dass ich das Entschuldigung. vergessen habe. Klobrauner, rauchst du und wenn ja, was oder wie? Ich rauche gar nichts. Oh Gott sei Dank nicht. nein. Gott Oh sei Dank nicht. nein. Ein Tor. So, antippige Gamer, weil. Was? Oh mein Gott, ich kann nicht rechnen. Du bekommst 4 Euro, gönn dir. Ach so, wegen der zu spät Kommakopf-Sache. Oder was? Ich geh schlafen. Wolltest du mir nicht donaten für jede Minute 1 Hat Euro? jemand was im Grill? Hat Hallo, ich jemand bin's, was die Katrin. im Grill? Kann man aufmachen? Ich Das hab kann man mich erschrocken. aufmachen. Wie kann man das aufmachen? Pass mal auf jetzt. Oder drin können wir kuscheln, komm. Guck. Schandl, komm rein. Wir kuscheln da drin. Wir machen zu. Schandl? Hallo, wie komme ich da wieder raus? Hallo, wie komme ich da. Jetzt ohne Scheiß, wie komme ich da wieder raus? Hä? Jetzt ohne Scheiß, wie komme ich da wieder raus? Hilfe! Hallo? Alter! Waikos 1505 haut 1 zu 7 in den Chat und ich bin eingesperrt! Ey, nee, ohne Scheiß, wie komme ich da wieder raus? Hä? Steht vorm Eingang, also kommst du nicht raus. Alter, vielen Dank! Er haut 1 zu 7 mit Fies raus. Waikos, warum schreibst du selber jetzt dazu? Achso, ich muss Linksklick drücken. Ach so. rausgekommen. So kommt man da. Ich habe die ganze Zeit E gedrückt, wie für eine Tür aufmachen. Alter Rykos, fühle dich geküsst, fühle dich gegrüßt. Auch 1 zu 7 auf seinen Nacken, direkt der Like-Hub aktiv. Am Start. Währenddessen wir hier Geister suchen gehen. Um diese Uhrzeit. Es geht schon mal richtig ab hier. Ah. Ist jetzt noch nichts. Oh, Marshmallows. Es fängt schon wieder an. Marshmallows. Geil. Wo kommen die? Ich hab Marshmallows gefunden. Scoreboard angeschaut. Der ist schon wieder am Phrase. Da drüben gibt's Marshmallows, kein Scheiß jetzt. Komm mal her, da gibt's Marshmallows und trinken. Boah,
Kann man die hier braten, ja, oder tut man sich da weh? Die kann man sich doch... Ey, hat der ein Feuerzeug? Kann man das hier anmachen irgendwie? Oh, Lagerfeuerlied! Setzt euch ans Lager... Oder kann ich? Okay, man kann nicht spielen. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-B-E-E-R-F-E-O-G-R-E-G-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. Okay, es reicht. Oh, da gibt es so einen Sackelwurf, gibt's hier. Das funktioniert sogar. Wo bist du? Wie werfe ich das? Hier liegt ein Handy. Wie mache ich den Sackelwurf hier? Wo bist du? Ich habe ein Handy. Ach so, mit G. Ich habe das Handy jetzt im Hintergrund. Ach nein. Warum ist hier so dunkel? Wir müssen mal das Feuer anmachen. Hat er ein Feuerzeug? Ah, ich hole ein Feuerzeug aus dem Ding raus. Also einfache Sache. Ich will, dass das hier brennt. Da hinten. Ein Fußball gibt's hier auch. Alter, voll geil. Ich hol mal ein Feuerzeug mit, dann zünde ich da hinten das Ding an, wenn es geht. Ich will mir nämlich mal einen Marshmallow, will ich mir machen. Scheiß auf die... Also den Marshmallow, den hau ich weg. So, Feuerzeug nehme ich mit und dann schaue ich, ob ich das Ding anbekomme. Mit dem Feuerzeug sollte ich eigentlich das Ding anzünden können. Alter, DJ Mike O. Ulbricht haut 50 Euro aus. Verfolge dich schon seit einer Weile. Mega Stream, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Haut einfach ein Fuffi raus. Mit stark, stark, stark. Dankeschön, Bruder. Haut da raus. Fühl dich gegrüßt, fühl dich geliebt. Wie komme ich denn nochmal zurück? Wollte eigentlich da am Lagerfeuer mein Lied weiter singen, aber... Hallo, ich habe ein... Danach da hinten. Ja, ich möchte das Lagerfeuer anmachen. Nämlich das Feuer ausgegangen anscheinend. Da ist noch ein bisschen Glut dran. Kann man das so an? Kann ich das hier... Kann man das anzünden? Schandl, wie zündet man das Lagerfeuer an? Where are you? Das funktioniert nicht. Gibt's ja irgendwas, wo ich das Ding anzünden kann? Da muss doch irgendwas geben, das gibt's doch nicht. Ich will meine Marshmallows will ich machen. Ein Bier. Vielleicht einen Stock anzünden. Nee, funktioniert nicht. Jetzt bin ich traurig. Also müssen die einen Geist eigentlich finden. Und das geht. Ein Baseballschläger. Ein Grill. Ein Standardgrill. Hallo, ich bin's, die Katrin. Ich bin hier, weil ich mit Ihnen reden möchte. Unsere Kinder haben ganz viel Angst vor ihnen. Da kommt keiner. Wenn noch dreimal Katrin sagt, dann kommt der Geist. Nee. Wie heißt denn der Geist überhaupt? Weiß das wer? Ich glaube, keiner hat geguckt. Keiner hat geguckt, das ist natürlich super. Das sind mal wieder die Geisterjäger-Profis am Werk. Schandl, wie heißt denn der Geist? Schandl, wie heißt denn der Geist? Wo bist du? Na, wo bist du wird er nicht heißen. Wie heißt denn der Geist? Daniel Davis. Daniel Davis, Daniel Davis, Daniel Davis, Daniel Davis, Daniel Davis, Daniel, damn Daniel, ach da ist ein Haus, hey da hinten ist ein Haus, wo geht ihr denn hin, da wird er wohl sein da drin, oder, da wird sicher der Herr Daniels drin sein, der Daniels Davis, Daniel, ach ich geh einfach mal rein, mal schauen, kann doch nicht so, ey sag nicht, es hat keiner Schlüssel dabei, hallo? Hallo? Ich bin's, die Katrin. Ich will nur reinkommen bei Ihnen. Welcome. Warum ist hier zu, wenn hier Welcome steht? Jungs, Mädels, wir haben ein Problem. Da hinten ist ein Haus. Wir haben aber keinen Schlüssel dafür. Ich habe nichts verstanden, weil das leider abgebrochen ist bei dir. Ja, ich auch nicht. Deswegen frage ich. Hast du keinen Schlüssel dabei für das Haus? Holy shit. Ja, nicht gesehen? Nee. Ich geh mal da hinten. Das ist der Sound auf die Spende. Daniel, achso, da unten liegt er. Alter, ich bin so ein Blindfisch. Ja, mein Gott, Alter, es war wieder so. Ja, unter der Dings ist er sicher gelegen. Daniel Davis! Daniel Davis! Daniel Davis! Mach mir ein Daniel Arschriss! Daniel Haschisch? Daniel? Damn, Daniel! Back at it again with the white vans. Awesome. Ne, da ist niemand. Also bis jetzt kein Ausschlag, kein gar nichts. Wo bist du? Hat er seine UV-Lampe dabei? Ja, das ist ein bisschen schwerer, diese Ding. Weil was? Hier, halt, nicht einsperren da draußen. Daniel Davis. Daniel Davis. Daniel. Daniel. Boop, 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 boop. Daniel, wir sind hier für dich. Wir müssen irgendwo einen Strom. Daniel, wir können über alles reden, wenn du willst.
Oh, ein Hirsch. Daniel hat auch einen Hirsch zu Hause. Ja, irgendwo muss ein Stromkasten sein. Wo bist du? Irgendwo einen Strom gesehen, ne? Komm ich hier, Alter, wenn ich hier reinkomme, dann verbugge ich mich hier. Da draußen einer. Ja, da muss irgendwo ein Stromkasten sein. Oder wir machen. Wobei, es hat doch keinen Strom, das Ding ist auf Stelzen. Nee, da ist. Das, dann muss da drin sein, der Kasten. Liegt da eine Leiche? Ey, da liegt eine Leiche! Ey, Jungs, Mädels, da liegt eine Leiche unterm Haus. Ey, kommt mal her zu mir. Ey, unterm Haus ist eine Leiche, die liegt da rum. Mit so einem Kopf, der komplett blutig ist, unten sieht man die Füße. Ihr müsst nach hinten gehen, dann seht ihr das. Ist ja voll ekelhaft. Das ist ja der Geist, der da drin ist, guckt mal. Das ist doch ein Toter, oder? Das ist der Sound. Ja sicher, jetzt sieht man es noch besser. Okay, das ist creepy as fuck. Oh, ja. Vielleicht müssen wir genau dort nach hinten gehen, da wo die Leiche liegt. Vielleicht ist da was. Kommen wir aber nicht hin. Ja, vielleicht, warte, wir müssen uns das nur einprägen, wo der liegt. Der liegt da in der Mitte, hinten irgendwo. Wenn wir dort hingehen. Also hier muss der dann irgendwo liegen, hier unten. Hier unterm Hirsch muss der liegen. Hier so. Kein Signal, gar nichts. Ich geh mal nach oben und schau mal. Es muss doch hier irgendwo ein Stromkasten im Haus sein, oder? Das kann es doch gar nicht sein. Na, oder draußen? Ja, draußen habe ich nichts gefunden. Nee, der ist auch. Oder haben die überhaupt einen Strom? Bevor die haben hier nicht mal einen Stromkasten. So gefühlt. Ja, gehen wir mal raus hier. Oh, 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 da ist was. Oh, oh. Da ist was im Haus. Ich hab was gehört. Auf dem Balkon, auf dem Balkon. Auf dem Balkon? War der da jetzt oben? Ich hab einen übelsten. Oben auf dem Balkon. Wo ist Hobbs gestorben? Oh. Hier sag mal, Herr Hobbs, was ist denn da gerade passiert? Sag mal. Wo sind wir denn da hingefahren? Hey, das ist ekelhaft. Ich bin hier alleine draußen und höre die ganze Zeit was knacken. Hast du zu wenig Käse gegessen? Was war denn das? Irgendso. Ich weiß nicht, was das war. Alter, man sieht Hobbs sein Kiefer bis nach hinten ausgerenkt. Ach doch, warte mal, ich hab doch dieses komische Handy vorhin aufgehoben, aber ich weiß nicht. Ja, dann nimm das mal und schau, was da drauf steht. Ja, aber wie? Ja, gibst du es mir? Oder? Ja, keine Ahnung. Oh, 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 da unten. Ih, das ist ein Skelett! Oh. Ah, wo bin ich? Ah! Ich hab gar nichts gemacht gerade, ich hab gar nichts gemacht. Oh, das ist das Ding. Alter, war das schnell, das Ding. Wie OP, bitte. Hilfe. Das war so ein Skelettmonster, war das. Das war einfach so ein Skelettmonster. Ich bin direkt raufgegangen. Ich bin direkt rauf. Oh, ich habe ein Messer in der Hand. Wo bist du, Schande? Komm mal zurück zum... Alter. Ich bin mit einer Gabel bewaffnet. Guck dir das an, Alter, wie schnell das jetzt gerade ging. Wie schnell das jetzt gerade einfach ging. Ich will das Monster sehen. Wo ist denn das? Das war so ein Skelett, das mich verfolgt hat. Oder war das ein Skelett? Das war ja lange, ja. Wenn ich dir jetzt den Namen sage, dass ich als zweites draufgehen werde. Aber Herr Hobbs ist direkt. Alter, das ist ja richtig aggressiv gewesen, bitte. Weil Herr Hobbs ist direkt drauf. Tisch gekommen, ist mir übelst nachgerannt. Der muss aber hier irgendwo rumrennen. Weil hier ist Hobbs draufgegangen und hier hat er mich an. Oh. Hä? Warum lieg ich jetzt da? Das war von Matthew. Nee, das ist Matthew. Hä? Ha, nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich hart verwirrt. Die sind auch hart verwirrt. Jetzt kennt sich keiner mehr aus. Jetzt sind da drei Leichen insgesamt, die rumliegen. Mit mir. Und wir sind aber nur zu viert, also macht's keinen Sinn. Ja, moin. Philipp Schausberger, Dankeschön für 40 Euro. Er schreibt einfach Hallo, Alter. Was ist denn heute so spendabel, sagt mal? Was ist denn los? Kelvin Baumgarten, grüß mal bitte den Dustin und den Kevin.
Oh, das ist ein Klo, wie geil. Toilettenbonus aktiviert. An dieser Stelle kann man sich. Da kann man sich drin verstecken. Ja, Toilettenbonus aktiviert von meiner Seite aus. Ah, da ist der Generator. Ja, gut. Hä, warum sind die jetzt noch? Hä, wir sind doch nur zu viert. Zwei Leute sind draufgegangen. Hä? Hä? Bitte was? Hä? Warte mal, sind wir jetzt draufgegangen oder wie jetzt? Achso, wir sind jetzt alle draufgegangen. Hört ihr mich? Hallo? Ich höre dich. Seid jetzt, sind wir jetzt alle drei raufgegangen oder wie? Jungs, das werde ich nicht überleben. Ah, ja, wir sind alle drei draufgegangen, verstehe. Okay. Perfekt. Oh moin. Der ist richtig aggressiv, der Geist. Schandl wird das nicht überleben, never. Ah! Hat sich gerade erschrocken. Schandl wird das, die wird das nicht. Also wenn die das überlebt, dann esse ich einen Besen, wirklich. Wirklich, ich hab's gerade erst angemacht. Schlampe. Nee, oh, jetzt geht's los, jetzt geht's los, er kommt. Er kommt. Ich will vom Nahen sehen. Ah, da kommt er! Ja moin, ist der ekelhaft! Ist der ekelhaft! Was ist das? Ja, irgend so ein komisches. Das ist die Sound, ob ich ausgegrabenes Leichenteil ist das hier. Wieder zusammengeflickt, so in etwa. Aber voll aggro. Da soll man lieber hier das Ding hier anmachen. Das war mal ein hässlicher blauer Barsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind, so in etwa. So. Na, immerhin kann ich jetzt noch meine Marshmallows braten. Auch wenn ich tot bin. Das ist der Sound auf die Spinde. Und ihr so? Ich habe auch nicht. Das ging so schnell. Da muss man was trinken hier. Oh, lecker Marshmallows. Oh, delicious. So, muss ja eh mal runterscrollen, um mal schauen, was die Leute machen. Das ist der Sound of Spinde. Chlor Brauneu. Das wird vorgelesen, genau. Also, Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen? Okay, das schreiben wir mal auf. Wir machen Gefriertemperaturen. Jungs, Gefriertemperaturen. Und jetzt? Okay. Okay. Oh, jetzt geht's. Oh mein Gott, Alter, schreck mich doch nicht so. Alter. Ich bin gerade von der Maske von dir erschrocken. Gefriertemperaturen haben wir. Das Ding schlägt aus. Ich frag mich nur, wie weit. Nur 4. Aber nicht auf 5. Das ist man nicht. Aber jetzt, kann ich das aufheben? Nee. Sonst könnte ich gucken, wie viel. Also Gefriertemperaturen haben wir. Und das war es dann auch schon. Sehr aggressiver Geist. So, Schandl muss jetzt hier alles fertig machen allein. Aloha. Also mal gucken. 4. Nee, da bleibt doch 4, der geht nicht weiter. Nee, 4. Alter, jetzt ist er unsichtbar, was ist denn los mit dem? Voll creepy. Aber der geht nur 4, das heißt, das ist man nicht. Das heißt, Gefriertemperaturen haben wir jetzt. Und sonst, ich schätze mal. Ja, das müssen wir halt alles schätzen. Dämon Jurai Handtuch. Zu dem Uni-Shade. Ein Shade, oh, ja. Denke ich mal. Warte, was ist ein Shade? Schauen wir mal. Ein Shade? Ist bekannt als schüchterner Geist, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Okay, das ist man nicht. Kann man schon mal abschließen. Dann könnte es noch ein Onryo sein. Onryo. Wo bist du?
mir das nicht. Nee. Ah. Ah, Onryo. Ich schätze, es ist ein Onryo. Ist ein zorniger Geist. Er stiehlt Seelen aus dem Körper sterbender Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet. Ah, das wird Sinn machen, wenn vorne eine Feuerstelle ist. Und alles tun würde, um sich von den fernzuhalten. Stärken, das Auslöschen einer Flamme. Andere zum Angriff veranlassen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Aber was ist jetzt los? Hab ich's geschafft? Nö. Was war's denn für ein Geist? Tja. Ein Dämon. Ja. Ein Dämon was? Mich nicht. Der war aggressiv, ja. Ich hab sowas anderes genommen. Ja. Ich dachte, der wär's gewesen. Ich bin gestorben, also ist es egal. Ja, ist egal. Aber der war richtig aggro. Der war richtig hart aggro. Alter Schwede. Auf welche Stufe haben wir gespielt? Auf sehr schwer? Na, fortgeschritten. Ja, dann tun wir normal spielen, Alter. Danke. Weißt du, wie schwer das gerade war? Das hat nichts. Schau, das habe ich dem Hurdel letztens schon erklärt. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Das ist nur die Zeit. Jo. Das versteht er nicht. Ey, was ist, wenn wir da 666 reinbekommen in den Korb? Kriegt man dann irgendwas? Da steht die ganze Zeit 666 drauf. Was ist hier oben? Okay. Schon gesehen hier? 666? 6 mal die 6? Hä, wo? Und bei mir hier, wenn 0? Du, ach, da. Ne, wenn du hier. Guck mal. Siehst du das? Alle lol. Und ich glaube, wenn du einen Score von 666 hast, bekommst du irgendwas. Na, viel Spaß beim 6x6 reinwerfen. 6666 run. Ich sehe den Ball nicht mal. Go away. Why are you here? Wo geht man hin? Ola! Run. Das ist hier am Boden. Was? Run. Hier. Mal so hier. Oh mein Gott, da ist ein. Ach du Scheiße, ich bin gerade erschrocken. Guck mal. Der ist mir gerade in. Ist das fies? Oh, der ist mir gerade in die Fresse geflogen. Ist das fies, Alter. Ja, moin. Ey, das sind echt so kleine Biester, ey. Das stay away from me. Okay. Das ist der Sound of a Spende. Jo, gut. Was steht hier? Stay help, away. Please wait. Du wirst dann gleich überfahren von dem Ding. Please, don't go. Stay. Chandel, neue Map. Why are you here? Los geht's. Ich bin auch bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, mehr oder weniger. Halt. Mehr oder weniger, ja. Und dieses Mal machen wir jetzt eine einfachere. Wo ist dir was reingeflogen? Da hinten war so ein Geist, so ein Skelett ist mir in die Fresse geflogen, aber der ist schon draußen jetzt. Ja, da habe ich aufgemacht. In dem Spind da im linken. Da hab ich aufgemacht und der ist mir in die Fresse geflogen. Aber der liegt schon am Boden da, schau. Voll scheiße, dass das nur einer erlebt. Ja. Alter. Kann man ja später nochmal ausprobieren. So, jetzt aber los. Ja, der Hobbs ist mal wieder nicht bereit. Deswegen ist das natürlich. Was? Herr Hobbs, bitte. Das Spiel lädt nämlich. So. DJ Mike Olbricht haben wir vorgelesen. Slickstrong. Hi Kurti. Das war die erste Spende an dich. Kannst du mich und kannst meine Freundin Maya grüßen? Ich grüße Slickstrong und die Freundin Maya. Der Pascal. Mein Hund hat Nachkommen und hab ein Xyon genannt. Oh, süß. Grüße geht raus, Pascal. Grüße geht raus. Der Hund namens Xyon. Hätte ich auch gemacht, wenn ich einen Schieber hätte. Barbara! Die Barbara, die Babski! Genau, erstmal einen Hund Xyon nennen. Einen Schieber ihn. Sag mal, haben wir so nichts da? Ich hab eine Taschenlampe. Ich hab eine Taschenlampe gerade. Achso, sonst hätte ich auch was gekauft. Hättest du was gesagt? Ich nehme das Buch mit. Was ist das? Was ist das Ding? Das muss Liebe sein, wa? Ich hab ein Buch dabei, ich bin froh. Süßes, was gibt's Saures? Klopf, klopf. Happy Halloween! Happy Halloween! Wie heißt die alte Tamara? Wie heißt sie, Tamara? Ja, jetzt wie heißt sie denn? Ich weiß es nicht. Die ganze Zeit ja, ich hab's nicht gehört, um das geht's mir gerade. Babsi? Jo, gell? Babsi, jo. Geh mal in den Keller runter, schauen wir mal danach. Ah, da ist eh Strom. Na, wie krieg ich? Direkt im Keller. Die Babsi. Ja, im Keller ist verdammt warm. So, schauen wir mal. Wo bist du? Ich stell hier mal so ein Ding auf, keine Ahnung, was sich das bringt, aber ich mach's einfach. Hä, wie mache ich denn das? Ah, hier. Ach, das ist der Laser, okay.
Welcher Laser? Ja, da so ein. Ah. Ja. Ein Projektor, den musst du doch machen, ja. Der Geist ist sowieso. Ja, ich hab jetzt einfach Voll, angeklatscht, was? Ich wusste, was das ist. Disco, Disco, Party, Party. Wo bist du? Oh, Babsi! Alter, Babsi, hör doch auf damit! Schrecken wir so alle hier drin. Wo bist du? Babsi, wo bist du? Babsi! Sexy. Heißt jetzt Babsi oder wie heißt sie? Josie? Barbara. Ach, Barbara. Da war ich eh richtig. Ja? Die Babsi. Barbara. Barbara. Gesundheit. Jetzt geht's los. Da waren wir noch nicht drin. Hallo. Ich bin's, die Katrin. Die liebe Babsi wird gesucht. Die Barbara. Barbara Salisch? Oh, da ist ja mal was vollgefallen. Oh, ja, gut, der Tor. Da kann man nicht rein. Das ist super, wenn Andel mal dabei wäre. Wo bist du? Barbara. Nancy? Das Kind heißt Nancy anscheinend. Barbara. Barbara. Alter, wie groß der PC ist. Na, ich geh mal ferngucken, ne? Was für ein Ach, kann man das ausmachen? Oh, egal, ich bleib da. Oh, die haben süße Katzen. Och, guck mal. Och, guck mal, wie süß. Oh, ich brauch unbedingt ein Foto, Aparillo. Da ist eine voll süße Katze drauf. Den hole ich jetzt aber. Mach ein Foto von. Die haben voll viele Hunde. Und, ja, genau, das war auch ein Hund. Guck mal, ganz schön Stuff. Boah, der Regen ist aber realistisch mal wieder. Jetzt hol ich mal die Kamera, dass ich unbedingt sehen, was das für ein Ding ist. Kann ich das überhaupt so groß machen? Ja, nee, kann ich nicht. Ich will vom Kamerateam besser wohnen. Wo bist du? Besser wohnen. Ja, was? Wo bist du? Herzlich willkommen bei RTL. Wo bist du? Mein RTL. Wo bist du? Na, wir machen nur Werbevideo hier. Babsi? Babsi. Barbara. Barbara Salisch. Boah, Frau Richterin. Jetzt kommt gleich noch die Supernanny, dann haben wir eh verschissen. Dann kommt die Supernanny und dann darfst du erstmal 15 Minuten stille Treppe sitzen. Da, ich hab was gehört. Küche. Sie ist Küche. In der Küche. Hier ist okay. aber stell auf. Hier ist, oh, 3 Grad direkt vor dir, Schande. Okay, ich stell mal Kamera auf. 3 Grad vor dir, Schande. Wie viel? Oh, nee, ich hab sie falsch. 2,5. Also. Gib uns ein Zeichen. Barbara. Ich hab Angst. Ich will die Kamera aufstellen, aber schaff's nicht. Gib uns ein Zeichen. Töte R wie Ruck. Jetzt geht das wieder los. An der Spüle 1 Grad. An dem Teller 1 Grad nur. Warte, ich werde jetzt ein Buch hinsetzen und sag, sie soll da drauf schauen. Schreib ins Buch! Barbara, schreib ins Buch! Vielleicht kann sie ja gar nicht schreiben, jetzt seid doch nicht so böse. Nee, ich will, dass sie voll überfordert ist. Barbara, schreib ins Buch! Barbara! Zeig dich! Ich geh schon in den Van, ich guck, ob ein Orb ist. 3 Grad. Du sollst nicht reden mit mir, du blöde Kuh. Du sollst dich zeigen. Ich schau mal, ob es einen Orb gibt. Dreh mal die Tür zu machen. Lieber im Auto verbringen, die Zeit. So können wir Geister-Orbs ausfindig machen. So, die Barbara ist nämlich im Auto. Die Barbara ist nicht im Auto, so. Okay, das ist jetzt kein Geister-Orb. Mhm. Könnt ihr mal kurz raus aus der Küche gehen, dass ich schauen kann, ob es Geister-Orbs gibt? Danke. Oh, es gibt Geister-Orbs. Können wir notieren? Ich sehe einen. Können wir notieren? Wie mach ich nochmal das Buch auf? Entschuldigung, wie mach ich nochmal das Buch auf? Ah, gefunden. Also Geister-Orb haben wir mal. Geister-Orb ist aktiv. Das ist sehr gut. Nur 78%. Dann gehe ich wieder zurück in die Supernanny. So. Dankeschön an Thorsten Balko fürs VIP werden. Soyara Kayan, danke auch fürs VIP werden. Soraya ist das genau. Pascal 57, mein Hund hat nachgeholt. Das hat er nochmal geschrieben. Dankeschön nochmal. Für Red Bull, Alter, dankeschön, DJ Mike U. Olbrecht. Habe ich gerade nie mehr stehen sogar. COD-Zocker auch dabei, danke für den Euro. Kelvin Baumgartner. Bitte grüß mich, Dustin und Kelvin. Grüß mal beide. Der Philipp Schausberger, danke für 40 Euro. Da haben wir vorgelesen vorhin. Und dann machen wir nur ganz schnell hier den Laser hin. Mach hier den Laser hin, wenn es okay und angenehm für euch ist. Dann gucke ich, dann sieht man auf der Kamera, wenn da wer durchgeht, oder? Normalerweise schon, ja. Okay, ich gehe ja zur Kamera. Wer hat die anderen Sachen? Habt ihr was gefunden?
Ja, da hat keiner was mitgenommen. Hat keiner was mitgenommen, so. Aber wir haben schon mal den Geisterorb. Das ist schon mal das Gute. Mal auf das Geisterbuch schauen und dann schau ich mal, ob da wer durchgeht, durch die Geister-Dings. Aber bis jetzt... Es flackert jetzt nur. Wo habe ich das, die Kamera falsch platziert dafür? Also bis jetzt geht da nichts durch. Nö. Aber ich habe die falsch platziert. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Eine Kerze haben wir nicht dabei, leider. Wir haben keine Kerzen dabei. Machen Sie ein Foto vom Geist, können wir auch nicht machen, wir haben kein Fotoapparat dabei. Wir sind die besten vorbereiteten Geisterjäger, die ihr euch bestellen könnt nach Hause. Nur 40.000 bis zu einer Mille, stimmt. Deshalb Leute, abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Gerne machen. Gut, also, zeig dich. Wir haben ein kleines Problem. Zeig dich. Wir haben weder eine Kamera noch ein, sind Gefriertemperaturen hier? Nee. Nicht, okay. Wir haben keine Kamera und wir haben kein, wir haben sonst nichts mehr da, wir haben alles dabei, was wir haben, ne? Wir haben sonst nichts. Oh, minus 2 Grad vor mir. Okay, perfekt, Gefriertemperaturen. Dann haben wir ja schon alles. Barbara. Warum, was habt ihr denn noch? Im F-Ebene oder was? Geisterbox ging auch, was so. Minus 1 Grad. Minus 4 Grad. Ja, dann haben wir alles. Ja, haben wir alles. Ja. Onri ist es. Der Onri. Onri! Der Onri. So, tschüss, Barbara. Tschüss, Babsi. Zeig dich. Babsi, backt gerne Barbara. Ach so, sie heißt Barbara. Barbara, backt gerne Barbara. Kuchen. Barbara, zeig dich. Barbara. Ich bin eh draußen, Mrs. Seger, wenn er drin abstirbt. So, ich bin zufrieden. Also eigentlich haben wir alles. Bis auf halt hier die Sachen, wir haben nichts dabei. Das heißt, wir haben es eigentlich geschafft an sich. Ich würde so lachen, wenn die da drin draufgehen vor meiner Kamera. Kamera wechseln. Aber wir haben alles geschafft, das ist geil. Der Willi ist auch dabei, dankeschön Willi für 5 Eurönchen, wir haben einfach nur Hi. Pascal 57 und Jan Sieber, danke fürs VIP werden. Dann haben wir noch den Jan Siebert. Du bist der Beste und du machst mir den Abend wieder lustig, denn ich leide seit 2 Wochen. Ich liege seit 2 Wochen im Krankenhaus und ich hatte eine Rücken-OP. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle alles Gute an deinen Rücken. Hoffe, wird wieder alles, weil Rücken operieren ist ganz schön, was ich weiß, gefährlich, ne? Rücken ist nicht zu spaßen. Also Liebe geht raus an Jan Siebert. Und wirklich, wirklich gute Besserung dem Rücken. Und danke auch fürs VIP werden, ne? Liebe geht raus. Wir haben ein Foto, er hat einen Hops getötet. Ah, perfekt. Wir haben ihn geopfert. Wir mussten irgendwer machen. Ich hab die ganze Zeit töte Hops geschrien. Aber ich hab... So geil. Aber wir haben ein bisschen, also wir können... Wir haben alles, ja, bis auf die Kerze, aber die haben wir nicht dabei. Haben wir vergessen. Die haben wir nicht dabei. Wir haben keine Herzen. So. Ich die ganze Zeit, töte Hops. Perfekt. Die ganze Zeit, Ehrengeist. Ehrengeist. Der Hops, so, ich töte mich. Ah, geil. Genau sowas liebe ich. So, Philipp. Ach, für das kriege ich nur 100. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch, Philipp. Soraya, danke nochmal für 5 Eurönchen. McDöner, 1:7, danke fürs VP, Vian Maki, Bu. Danke für 2 Euro, hi, beste Hund, erklär das Spiel bitte mal. Es geht darum, Geister zu jagen und die ganzen Notizen aufzufinden, um welchen Geist es sich handelt. Und das geht's im Spiel. Ahoi! Das ist der Sound, der ich bin. Wäre der gut? Der hat geschallert. So, Schandl, magst du es aufmachen hinten? Ah, hat schon wer gemacht. Hä? Was aufmachen? Ja, hat schon... Egal. Ist schon passiert. Oder ist jetzt das Ohrschlöcher? Ich war's nicht. Du? Ich hab nichts gemacht. No, er hat gar nichts gemacht. Nein, er hat gar nichts gemacht. Einmal wieder gar nichts gemacht. Soll ich was einkaufen? Wir brauchen wir was? Ja, wenn du was willst, ich kann, dann... Ja, klar, ich kann was hinzufügen. Entschuldige. Videokamera. Die ist runtergeflogen. Soll ich auch noch? Also warte mal, wie kauft man da was? Ich bin zu blöd dafür. Gegenstände zur Ausrüstung hinzufügen.
Achso, ich muss erstmal auf Kaufen drücken, stimmt, da war ja was. Nicht hinzufügen. Was brauchen wir denn? Eine Videokamera habe ich gesehen. Ja, Kamera. Ich habe 1700 Dollar. Ah ja, dann bitte kauf, willst. Ich kaufe mal zwei Kerzen. Süß. Starke Taschenlampe kaufe ich. Ja, ich habe nur 100 Dollar. Mann, ey. Haben wir aber. Salz, okay. Räucherstäbchen, Bewegungssensor. Handel das Leuchtstäbchen. Knick. Wo gehen wir hin? Haben wir schon. Einen Kruzifix können wir kaufen. Eine Kerze haben wir jetzt. Thermometer haben wir nix. Okay, nehme ich mit. So, zurück. Haben wir schon, aber. Achso, ich kann hier hinzufügen. Alles. Ich tue alles hinzufügen. Dann haben wir ein bisschen was. Das kriegt man eh zurück, wenn man gewinnt, oder? Wenn du gewinnst, ja. Okay, perfekt. Ich vertraue uns mal. Wenn. Ich habe jetzt alles reingetan, was ich habe. Wo wollen wir hin? Ist mir egal, irgendwas, was nicht so schwer ist. Wir waren wo es nicht so schwer ist. Hauptsache nicht Gefängnis. Ja, Hauptsache nicht Gefängnis und Schule. Also gehen wir Asylum. Alles klar. Hä, was ist Asylum? Das ist bestimmt noch größer. Nee, das will ich nicht. Ich will irgendwas Kleines. Irgendwas zu mitnehmen. Das ist ein kleines Haus in der Nachbarschaft, ne? Was, der Zinkenschirch? Das Zinken, ist das unglaublich. Schau, Pickel hat da auch da am Ding. Schau. Und die Nackenhaare. Hier. Wer? Ja, hier. Du? Nackenhaare und alles. Ich bin unschuldig. Aber ich muss auf... Ach, ich bin nur breit, muss ich klicken, genau. Er hat extra den Charakter genommen, weil der andere den immer nimmt. Perfekt. Lüge. Er will angemeldet werden anscheinend, der steht drauf. Bist du auch ein Furry? Bist du auch im Furry-Fanclub wie Andl? What? Ja, da war Andl ist... Ja gut, ich geh dann mal, gell? Ja. Nur schade, dass Andl heute nicht da ist, dann hätte ich direkt ihm damit genervt. In der Furry-Fanclub. So, wenn der ein Spiegel zerbricht, bricht er nicht, sondern vermehrt sich nur. Philipp, da bin ich derselben Meinung. Da hast du recht. Christina, danke für 10 Euro Röhnchen, dankeschön. Grüße ihn raus. Dankeschön an Gamer0102i3, ne, geiler Name an dieser Stelle. Leon Petersilie, danke für 1 Euro. YouTube Libio, danke für 1,72. Der Gregor ist auch dabei. Schau dich schon lange, geh mal bei der Basis zur Tür. Bei der Basis zur Tür. Hello. Was ist denn das für eine Map? Oh. Alter, wo zum Teufel sind wir jetzt? Da brennt ein Baum halb ab, glaube ich. Hä? Brennt ein Baum halb ab. Ja, was ist denn das für eine Map jetzt? Ohne Witz. Ich nehme diesmal einen EMF-Reader. Den EMF-Reader nehme ich mit. Ja, die Box ist scheiße. Da brennt... Ach so, das ist eine... Oh, schneit! Eine Straßenlaterne. Es schneit. Es schneit, Jungs und Mädels. Es schneit schon wieder. Schneeflittchen... Ah, okay, falsches Lied. Schneeflittchen, Allwitzchen. Boah, ist der ekelhaft! Einen wunderschönen guten Morgen. Wo ist denn das Schloss? Hat wer die Ding dabei? Ich glaube, das Skelett erinnert mich irgendwie an Smokey. Wieso? Weil er gesmoked ist? Wisst ihr, dass es mittlerweile auf dem Fake-RLO-Server auch einen Fake-Smokey gibt? Nein. Oh, das doch, es gibt einen Fake-Smokey. Genauso wie es einen Fake-Syren gibt. Nee, weißt du, was das Lustige ist? Es gibt zwei RLO-Nachbauserver, wo die Owner heißen, so ähnlich wie ich. Und wo sogar die Spieler, auch wo Nearly gefaked werden, so auch der Smokey. Das heißt einfach Smokey, der Typ. Darf ich kurz fragen? Oh, erbärmlich. Ja. Wer einfach jetzt nur erbärmlich. Den Schlüssel holen geht? Von wo? Ja, ich hol Schlüssel. Von wem? Egal. Achso, es gibt einen Schlüssel. Wenn ich ihn finden würde. Ah, gefunden. Hab ihn. Ah, gefunden. Warum hat die das schon aufgemacht? Was soll denn das? Wie ohne Wo Schlüssel? Bist du? Die hat uns verarscht. Die hat uns richtig hart verarscht. Ich suche erstmal den im Keller den Dings hier. Den Strom. Wo bist du? Oh, da knackt's. Ich dachte, Schweizer. Es knackt da unten. Knack. So, Leute, ich hab angemacht. Leute, es ist jetzt alles an hier unten. Es funktioniert jetzt alles. Also Strom sollte da sein. Na, nicht alles, aber halt da, wo wir es brauchen. Zum Beispiel würde ich hier anmachen. Wo ist denn hier die... Wo bist du? Hier unterm Eingang würde ich anmachen. Das will ich mal lassen, so wie es ist. Ist nochmal zu viel. Achso, ich lasse die mal offen, bevor was passiert. Sag mal, gibt's eigentlich diese Bretter noch, wo du schieben kannst? Die Waschmaschine sieht. Wo bist du? Ich hab ihn! Wo ist er? Bitte kommen Sie in die ersten Stöcke! In die ersten Stöcke, ja. Wo bist du? Da drin ist er im Badezimmer. Na, er ist da im Vorhaus.
Ein Vorhaus, okay. Er hat mit mir geredet, das heißt, er hat Geisterbox, ja? Geisterbox. 12, 10, 8, zeig dich. 9. Geist, komm mal her, es schneit. Ja. Muss ich mich wieder opfern? Ja. Ja, oh shit. Ich bin da mal weg. Fuck, Alter, hat mich verwendet gerade. Wie viel hast du? Himmel. Alter, was ist passiert da oben? Boah, ich wollte in das Bad reingehen, auf einmal stand dieses Dreck. Der war im Bad drin? Der war im Bad? Also bei diesem Nebenbad von diesem Schlafzimmer hier links. Wir haben F5. Da drin? Boah. Ebene 5 hat. Ach, da drin ist er. Hallo! Oh mein Gott! Wow! Alter! Der ist aber süß, der tut nix! Kommt hoch, der tut nix! Der ist süß! Das ganze Zimmer war gerade rot, wie der tut nix! Ja, der tut ja nix, das ist ein ganz lieber, der beißt nicht! Guck! Hunde, die Bellen beißen doch nicht, oder? Von wo kommt das rote Licht her? Hä, von wo? Das ist irgendwo so ein rotes Licht, aber ich weiß nicht, von woher das ist. Mach mal alle Licht aus. Mach mal alles Licht aus, ja? Das ist blaues Licht. Nee, alle Licht ausmachen. Licht aus. Da kommt irgendwo rotes Licht her und ich weiß nicht wo. Gibt euch das in dem Raum? Da oben durch die Lampe, oder? Durch die Lampe. Nee, da ist irgendwo anders her. Ich schau mal auf dem. Hä? Nein, da ist nix. Ist ja voll creepy. Der. Ja, oh. Ey, da ist ein. Leute, da ist ein Knopf oder so. Ach nee, das ist ein. Wie's rennt? Ich komm gleich. Okay. Wie's rennt? Also EMF Ebene 5 haben wir jetzt, ne? Mal eintragen. EMF Ebene 5. Ich, jetzt nichts Großartiges ich auch nicht. Drin, ne? Also durch mal mein EMF Gerät weg, dann hol ich was anderes. Was ist denn eine Schnecke? Was? Wenn du vom Van rauslaufst, ganz schnell sehen, das war eine Schnecke. Okay. Ah, schauen wir mal, was wir noch mitnehmen können. Also, ein Leuchtstäbchen. Hat schon mal die Geisterbox mitgenommen? Salz sollte man mitnehmen. Ja, hab ja gesagt, wir haben Geisterbox, ich werde hören. Und EMF-Ebene haben wir auch. Warte, was ist das da oben? EMF haben wir. Okay, EMF und Geisterbox haben wir. Was war mit dem Salz? Das können wir irgendwo aus dem Ding hier machen. Lassen Sie ein Geist durch Salz wandern. Kannst du mitnehmen. Ja, also dann schmeiß ich das Salz vor den Raum. Ich nehme die Kamera mit, ich schau nach Geisterorbs. Okay. In den Raum. Also am besten einmal ins Zimmer und einmal ins Bad. So. Meinst du das jetzt auch mit der Maustaste, oder? Ich glaube mit R oder so. R. Wie Richard. Bacon Strip oder was liegt da? Ist das ein Bacon Strip? Hat jemand sein Bacon verloren? Ich habe mein Bacon verloren, ja. Könnt ihr bitte aufpassen wegen der Kamera, weil die liegt jetzt da. Also ich muss sie noch. Ich habe was aufgesammelt, was ist das? Ein Bacon Strip. Ich hab's aufgesammelt. Nee, jetzt no joke, was ist das? Was hast du aufgesammelt? Ich kann das Salz nirgends hin tun, warum nicht? Was ist das? Ich weiß es nicht. Achso, ich weiß, vielleicht ein Knochen? Ich kann es nicht sehen. Nee, es war kein Knochen, es war ein Bacon Strip, ich schwöre. Ein Bacon Strip? Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube mit R? Oder mit, was wird der andere? T? R? Nee. T? Scusi, ich muss hier noch ganz schnell mein Gerät aufstellen. Das hört sich jetzt falsch an, aber ich muss das hier wirklich aufstellen. Wie war? Ich weiß nicht, bei mir ist es bei R. Bin gleich wieder da, ich gehe nach unten. Ups, wo ist es bei dir? Ich hab irgendwas aufgesammelt da drin. Einen Bacon Strip. Wer es glaubt, jetzt zähl ich. So, schauen wir mal, ob ich da irgendeinen Input bekomme, guten. Ja doch, das reicht mir aus. Könnt ihr mal kurz aus dem Raum rausgehen, dass ich sehen kann, ob hier ein Geisterorb umschwirrt? Kein Geisterorb bis jetzt. Nö. Nee. Nö. Vielleicht mit dem Stativ wo aufstellen. Und? Nee. Kein Geisterorb, ich nehme das Stativ mal mit. Ja, egal, wir gehen ja trotzdem rein. Scheißegal, ich muss hier meinen Job machen. Zeug! Hey, die Drift ist Zeug! Schreibensbuch! Gar nichts! Schreibensbuch! Jetzt ist sie wieder draußen. Das ist wieder ein Mega-Ausschlag.
Er macht die Tür komischerweise nicht zu, der Alte. Alter, wir hauen raus. Philipp Schausberger haut nochmal raus. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen, kennen wir aber auch schon. Ist ein ganz alter Witz, ist das. Ein ganz alter ist das. Aber das ist jetzt perfekt hier mit dem Stativ. Nur nicht drauf, sonst sind alle Sachen weg. Alter, Philipp Schausberger, vielen Dank. Und Jan Siebert, danke, danke, du bist der beste YouTuber, den ich kenne. Ich habe die OP gut überstanden. Ich liebe deine lustige Art. Das freut mich, dass du es wenigstens gut überstanden hast. Das ist schon mal super. Und schau, dass der Rücken bald wieder gesund wird. So ganz gesund. Weil das ist echt nicht, da darf man echt nicht spielen mit dem Rücken. Also was ich weiß, Rücken-OP ist ganz heftig. Ganz heftig. Xyns Gaming-Stuhl, hör auf, mich hier anzufurzen. Ich habe keinen Gaming-Stuhl mehr, ne? Ich habe jetzt einen Bürostuhl. Also keinen richtigen Gaming-Stuhl mehr. Weil Bürostühle einfach viel besser für den Rücken sind. Ist mir aufgefallen. Die ganzen Gaming-Stühle, die ich immer hatte, hatte ich immer so Arschweh und der Rücken immer so. Ganz komisch. Und seitdem ich diesen, ich meine, gut, der Preis 1700 Euro für einen Bürostuhl ist viel, ich weiß, aber dadurch, dass du viel sitzt, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, das in einen guten Stuhl zu investieren, bevor du dann irgendwann mal Rückenschmerzen des Todes bekommst. Aber deshalb Bürostuhl gegönnt, einen guten, direkt. MCF, danke für 5 Euro, Hündchen, grüß dich raus. Leon Petersilie, ist meine erste Spende, kennst du mich grüßen. Er schreibt, die erste Spinne ist das. Deine erste Spinne grüße ich. Arbeitest du etwas neben YouTube? Neben YouTube, meine Arbeit ist eigentlich den RNO-Server zu betreiben. Das ist so meine Arbeit, wo ich eigentlich keinen Cent mit verdiene, wo ich aber eigentlich für YouTube wiederum Content erstelle, ne? Aber den RLO-Server zu schmeißen, ist mehr Arbeit als YouTube zu machen. Ist so. Der RLO-Server nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ich mache ja oft Nächte durch, wo ich 12 Stunden am Stück am Skripten bin. Also wirklich 12 Stunden am Stück ohne Pause. Und das ist wirklich nicht wenig. Plus manchmal, wenn ich schlafe, ich erwische mich manchmal selber, wie ich 4 Stunden Schlaf habe. Mal wieder aufstehe, dann wieder anfange YouTube-Videos zu machen oder halt, nicht Videos, Streams zu machen und dann wieder am Server zu werkeln, ne? Ist halt auch nicht gut. Also eigentlich ist gerade der RLO-Server meine Arbeit, wo ich am meisten Arbeit reinstecke. YouTube ist dann das zweite, wo ich, weil ich stream halt nur live, ne? Stream geht ja easy an sich. Stream ist wirklich, also wenn man die Leute unterhalten kann, das ist das Wichtige. Also beim Stream musst du die Leute nur unterhalten können. Und was ich finde, die Qualität muss auch stimmen, das ist klar. Aber beim Livestream, wenn du die Leute nicht unterhalten kannst, gehen die. Und wenn du sie unterhalten kannst, dann bleiben sie. Und das ist das Schwierige beim Livestream. Sonst ist das Livestream an sich nicht schwierig. Ein Livestream ist eines der einfachsten Sachen. Wirklich. Also Livestreamer ist relativ easy. Das Schwere beim Livestream ist immer, was die Leute nicht so checken, wie gesagt, das Unterhalten, weil das sehr viele nicht können. Und das das mit dem Reichweite aufbauen, das ist halt echt nicht einfach. Weil es heutzutage so viele Streamer gibt, du musst halt echt rausstechen. Das ist halt, ne, heutzutage nicht mehr so wie früher, wo es einfach nur ein paar Streamer gemacht hat. Ich bin auch dabei. Hallo Uwe, haben wir alles gefunden? Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Weil ich finde keine, ich finde gerade keinen Geisterorb, der kommt nicht, der ist keiner. Ja, lass mich. Es muss irgendwas anderes sein. Ja, weil das falsche Zimmer ist. Ach so, falsche Zimmer, ja, sag doch gleich. Ich nehm noch mal sag doch gleich, dass es das falsche Zimmer ist. Das selber nicht mehr. Nachtsicht für Orbs. Nee, eigentlich brauchst du keine Nachtsicht für Orbs. Es stehst dorthin, wo du denkst, wo es ist, genau. Hallo. Das Salz ist dann aber auch falsch hier, ne? Ja. Ja, ah, hier ist er. Okay. Hier hatten, ne? Ich geh nochmal raus, ich schau es nochmal an. Da! Aha. Hä, was? Er ist gerade durch Salz gewandert, ich hab's gesehen. Perfekt. Da ist nix, ne? Aber wenn du umschaltest, da ist. Ja, da ist nix. Da ist kein Orb. Ich hab schon geguckt. Ich hab eins gerade. Jetzt bleiben wir mal kurz. Ja, gut. Viel Spaß beim Aufsuchen. Ich glaube, es ist irgendwas anderes. Ja, vielleicht die Geisterbox. Hat die jemand dabei? Ich hab nämlich was gesehen. Ja, die liegen hier. Du musst die mit einem Ding nehmen. Mit einem. Hier. Okay. Weil wir wissen ja jetzt ungefähr, wo er ist. Dann genau, ja. Ich war zu Gott, ich hab gerade irgendwas gesehen. Haben wir Fingerabdrücke gefunden bis jetzt? Weiß ich nicht, wer das hat. Haben wir Fingerabdrücke gefunden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Dann nehme ich auch mal mit. Dann schaue ich auch nochmal mit Fingerabdrücken. In der Nähe des Geistes. Genau also wie du umgeschalten hast, habe ich was gesehen. Ach komm. Ja, ich möchte nur wissen, was Geisterorb bleibt ja länger oben, das ist nicht kurz. Doch, also ich gehe jetzt nochmal hoch und mache jetzt mal den Zwischenraum zwischen der Tür und da, wo er gerade durchs Salz geht. Warte mal, wir haben bis jetzt EMF-Ebene 5 und die Geisterbox, sonst nix, ne? Jo. Perfekt, gut. Dann schauen wir nochmal mit den
allerdings vorbei. Ich höre da oben Schritte, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ja, ja, warte, dann mach ich das. Ich sehe auch keine Abdrücke, kein gar nichts. Mal auf die Orbs schauen. Durch Salz ist er gelaufen, also Ziele sind alle, aber. Ja. Ja, vielleicht müssen wir nur warten, bis er durch den Laser läuft, oder mache ich hier nochmal die Dings aus. Richard White antwortet nur, wenn wir alleine sind. Also du musst so machen, dann sieht man ihn besser. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern. Sonst probiert einer vielleicht, den Namen auszusprechen und das alleine da oben, weil das hat bis jetzt keiner gemacht. Mit dem Gerät oder mit der Geisterbox. Komm, ich geh mal hoch. Ja, viel Spaß mit der Geisterbox. Richard, wieso mit Richard der Geisterbox? White, ich muss mal Richard White, wieso, heißt er. Wieso mit der Geisterbox, der Herr? Die Hammer schon abgehakt, sorry, nevermind. Oh ja, da ist schon. Vergesst es schon. Geht einfach nur hoch und red mal mit ihm, ihr schaut auf den Monitor. Ja, okay. Ja, vielleicht tut sich dann was. Ah, oh, das ist der Schnee, den da hinten flackert, oder was ein Scheiß. Mhm. Warum tust du nicht ausmachen? Dann siehst du viel besser, wer durchgeht. Na, siehst du eben nicht. Eben ah, schon? Okay. Na, man sieht so gut. Okay, verstehe. Weil es dann urhell ist, wenn er vorbeigeht. Gibt es sonst noch irgendwas, wie wir was feststellen können? Außer, ich gehe nochmal rein mit Gefriertemperaturen. Ja. Ich weiß, dass du hier bist. Red mit mir, Richard. Richard, wir sind's, die Katrin und der Olaf. Richard, komm. So 2,2 Grad, 3,7. Richard, komm. Richard ist an der Rumpe. Rich. Richard, jetzt wird's 2 Grad gehabt hier drin. Aha. Das ist komisch. Richard. Richie. Richie. Aha, 2,8. Aha. Der Bart hat auch kein Salz ausgelöst, also muss es. Nee, aber hier hat das ausgelöst. Das heißt, ich glaube, er wandert durchs ganze Haus, ja, also habe ich das Gefühl. Hier ist einmal. Ja. Hier hat er einmal gedappt und vorne in der Mitte hat er einmal gedappt. Ich schaue es nochmal genau ab hier. Und hier hat noch einen auch reden. Er hat ins Buch geschrieben, ist Leidl. Ist jetzt das Heidl. Ah, hat ins Buch geschrieben, perfekt. Da gehen wir. Tschüss, Richie Rich. Was ist denn da los? Guck, wie er es probiert. Der kommt raus, komm jetzt aber wirklich. Kommen sie raus, der Herr? Alter, wie die Tür nicht auf. Kriegst du die Tür nicht auf? Also Geister. So, wir haben Geisterbox. Yeah. And Spirit. It's a Spirit. Yeah. Yes, we did it. Yay. Yeah. Haben wir alles so geschafft? Entdeckt nicht, um welche Art von Geist es sich handelt. Ja. Was redest du? Was? Egal. Du musst das Buch aufmachen, ne? Ach so, ja. Mit J wie mit J. Jonas. Und da tragst du jetzt ein EMF Ebene 5, Geisterbuch und Geisterbox. Bei Beweise musst du das angeben. Beweise, genau. Ganz wichtig und richtig. Und wenn du alle drei anklickt hast, dann kommt unten Spirit. Spirit musst du anklicken. Ist ja creepy. Dann hast du ihn ausgelöst. Aber der war voll chillig, der Geist. Der war übelst gechillt zu uns. Einmal war es creepy mit dem roten Licht. Ja, aber der war sonst richtig chillig. Ich sag doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Der war richtig nett zu uns. Perfekt. Der war richtig nett zu uns. Dann können wir fahren. Yay, wir haben es geschafft. Wow, endlich. Juhu, es geht. Schön, dass man das mit dem Buch erklärt Juhu. Hat. Juhu. Ich hab das Buch das erste Mal offen, danke. Oh mein Gott. GG. Das ist ja nur von deinem Spiel. Hättest du gefragt, wird ihm geholfen.
Sollst du nicht mehr noch eine Kerze an und dann ist gut. Nach Hause geht's. Hoffentlich. Irgendwie fährt er nicht los, kann das sein? Ah, jetzt. Spiel lädt. Yay, wir haben alles zurückbekommen. Cool. Jetzt weiß ich, warum ich so wenig krieg, weil wir... Schandl, jetzt mach auf! Schandl, mach auf, bevor es wer macht. Mach auf da hinten, komm. Da. Ich hab mich null erschrocken. Ja, ich hab mich voll erschrocken, weil ich nicht gewusst habe, dass der da drin ist. Hast du alles hinzugefügt? Achso, ich muss auch hinzufügen. Fehlt noch was? Hab's hinzugefügt. Hm. Nee, wir haben alles. Ich bin bereit. Wo gehen wir hin? Ich will auf eine neue Map irgendwie. Gibt's eine? Die neue wäre die Campsite. Wollen wir die nochmal machen und probieren, ob die klappt? Irgendwie würde ich es gerne probieren. Ja, ich mache aber auf einfach, auf Anfänger. Okay, genau. Weil. Weil das immer vorhin fast draufgegangen. Ja. 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 Okay. Aber wie stapelt man da die Sachen? Ich sehe immer so Leute, die das stapeln können. Wie macht man das? Stapeln. Ja, man kann das hinterher. Ja, aber wie? Das ist, der droppt das immer so schnell. Oder don't! Mit R talk oder wie? To them. Du musst so gegen die Wand werfen. Ach so. gegen die. Wie cool! Ist das geil? Ja, aber mich auch jetzt nicht ein Scheißbuch, gell? Du musst vom Boden aus machen, dann geht's höher. Vom Boden aus? Ja, weil. Ja, jetzt ist es zu hoch dann. Warte, ne, ich schaff das. Alter, ich hatte doch schon. Nee, okay, jetzt ist es zu hoch. Ja? Bereit. Ja, warte. Ich hab doch auch schon bereit gehabt. Ja, du hast es hin. So, YouTube Livio, danke für 1,72. Gregor mal ja vorgelesen gehabt, genau. Crazy Lina. Huxun, hoffe, du kannst mich noch, konntest mich noch, habe gerade auch Phasmo gespielt. Liebe Grüße. Dankeschön, Crazy Lina. Kennen wir noch? Grüße gehen raus. Weil da kriegst du einen Full. Xuns Bürostuhl. Hoffe, ich bin bequem. Sehr. Jetzt sagst du ins Bürostuhl. Kuss auf die Nuss. Sehr bequem, wirklich. Kisi, danke fürs EP werden. Philipp Schausberger, gute Nacht. Eine wunderschöne gute Nacht. Was sagst du, ein Gen zu einem anderen Gen? Hallo Gen. Das habe ich schon besser gehört, gell? Warum nicht gleich Xenon? Gut. Joseph. Der Joseph. Ich nehme mal noch an. Joseph EMF Martinez. Mit, ne? Oh, ich nehme auch noch EMF mit. EMF. Ah ja, jetzt gibt's kein EMF mehr. Perfekt. Dankeschön, Jungs. Ja, warte, dann gebe ich dir. Achso, brauchst du. Achso, okay. Schmeiß das hin. Okay, danke. Ich habe Taschenlampe und Thermo. Ach so, ja gut, dann nimm du das Thermo. Ist gescheiter. Jupp. Jawohl, perfekt. Gescheiter, gell? Guck mal, sie cheatet, die rennt einfach. Das ist sau creepy, Alter. Ich denke die ganze Zeit, da steht was im Wald und beobachtet mich. Ach so, hier ist das Tor. Das ist die Sound of a Spende. So, wir gehen aber direkt zum Haus rüber, würde ich sagen, oder? Als erstes checke ich den Generator ab, ob der noch da steht. Erstmal Generator suchen gehen. Okay, da steht man nicht da. Kisi, danke mal 5 Euro und Chose Louis Tahiri. Spielst du heute noch mal Dead by Daylight? Nein, heute spiele ich hier Phasmophobia. Oh, ich steck fest, Hacke. Ich wäre dafür, dass wir mal den Generator suchen gehen. Bis jetzt noch nichts gefunden. Wir sind schon dabei. Perfekt. Hab einen Generator. Dann funk nicht und machen an. Elfriede. Was? Elfriede. Das ist die Sound of Spende. Der arme Junge. Wetten, der ist heute direkt hinterm Haus, weil hier ist nix. Wir haben die Lichterketten angemacht, so hübsch! Hast du einen Generator gefunden? Ist ja creepy hier. Kann ich hier rein? Nee.
Ist ja ekelhaft hier drin. Na gut, öffentliche Toiletten, nichts los. Sehr schade drum. Ah, da ist hin der Dings hier. Passt schon. Ich schau mal zum Haus, ob das schon geht jetzt. Weil beim Haus gibt's auch Lichterketten. Ah, endlich Licht. So. Licht ist endlich an. Perfekt. Die sind echt cute. So, wir haben alles. Das erste. Die gefähren schon. Ventilator geht. Und den brauchen wir jetzt, warum? Für was brauchen wir den Fernseher? Den Fernseher. Also Play? Kann ich hier abspielen? Oder ist der Ventilator laut? Das ist der Sound auf die Spende. Wo bist du? Wo bist du? ASMR mit White Noise. Ich ja, glaub, was? Oben ist recht safe, ne? Wo bist du? Hast du das Licht ausgemacht? Ja, ich muss ja fragen, wenn es nicht. Ja. Wo hat denn der Hallo? Wo bist du? Wie heißt denn der Horst eigentlich? Ja, Horst heißt er halt. Okay. Ja, keine Ahnung. Hier scheißt er, Mann. Hat irgendjemand von euch den Ventilator angemacht? Ja, ne? Ich nicht. Ja. Okay. Ich glaube, der ist draußen. Hier drin ist... Kann man da schwimmen gehen? Willst du ausprobieren? Geht nicht. Oh, guck mal! Eine Maske! Die ist gerade aufgetaucht! Oh, Jason! Jasons Maske! Jason Derulo! Ja, ja, genau, der Jason! Wir reden die vom selben, ne? Jason Derulo! Ne, okay, eine Maske, die ja aufgetaucht ist, der Jason. The Chainsaw Jason. Jo, bis jetzt nix, ne? Mir hat da gerade jemand was geworfen. Boah, Alter, das Ding kann ja gleich hier alles hochgehen. 5000 pro Bahn aus Flaschen hier. Am Start. Der hat die Gitarre angemacht? Ah, ich hab nicht gewusst, dass die spielt. Ich hab mich voll erschrocken. Ich denk mal, guck mal, Gitarre drückt drauf. Kriegt der Zufall, Alter. Na. Wo bist du? Gitarre kaputt gemacht. Die armen Leute, die das jetzt hier gerade das ASMR gesehen haben, ihr Rap des Todes. Wo bist du? Oder Lichterketten! Ah! Da war gerade was. Minus gerade. Minus gerade, perfekt. Oh, da ist was! Da ist 5, EMF-Ebene 5! Oh, das ist. Der hat eine tiefe Stimme, der hat eine tiefe Stimme! Der hat eine tiefe Stimme? Ja. Geisterbox auch? Dann haben wir alles. Ich habe ja gerade gesagt, er hat nicht die, wir haben alles. Ja, Gefriertemperaturen, Geisterbox und mein EMF V5. Oh. Wir haben alles. Cool, das ist ein Foto. Zeig dich. Das ist ein Zwilling. Zwillinge. Zeig dich. Das ging aber schnell jetzt hin. Das ging richtig schnell. Töte Hops. Töte mich. Töte Hops. Töte Hops. Töte Hops.
Hops töten, Hops töten. Töte Hops. Töte Hops. Töte Hops. Töte Hops. Warte, ich gehe mit der Gitarre. Warte mal, ich spiele mit der Gitarre, dann kommt er bestimmt. Stimmt, stimmt ja. Das wäre auch voll, volle Kanne aufreden. Das heißt, es sind zwei Leute. Alter. Der Ausschlag war halt nur einmal auf Minus, ne? Wo bist du? Ja, trotzdem, wenn auf Minus ist, ist es Minus. Ja. Wo bist du? Oh shit. Kommt da? Keine Ahnung, war gerade eine Störung. Ich versteck mich sonst im Zelt da drin, im Kleinen. Da ich meine Ruhe. Oder hier? Oh, kann ich hier zumachen? Oh, süß, ich kann hier zumachen. Komm her, du Drecksgeist. Töte mich. Komm, zeig dich. Geh mir alle ins zeig Zelt rein, komm. Dich. Komm her, du Dreckiger, du. Du dreckiger, stinkender Geist, du. Ich hau da wieder durch. Du Abfall, du kleiner, stinkender Geist. Wir sind jetzt bei dir im Zelt. Oh, so warm. Zeig dich. Ja, so warm ich bin hier im Zelt. Zeig hui. Minus 6. Ui, komm her, du dreckiger Geist, so dreckig. Komm schon. So stinkig. Du Bastard. Ja, komm, zeig her, komm. Ja, zeig dich, ja. Komm, 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 komm. Schau, wie sie sich zeigen, Kraut, komm her. Red mit ihm. Rede mit ihm. Zeig dich. Komm, komm, komm. Tötet mich. Ich bin nichts mehr auf dieser Welt. Haben wir ein Foto bekommen, ne? Nein, ich hab euch fotografiert. Ich hab's euch verliert. 7 Grad an der Laterne. Minus. Alter, was ist das? Er macht ihn aggressiv. Ja, das macht oft geil aggressiv, das sagt ihr vielleicht wie hilft heißt das. Er eigentlich? Thomas Breziner. Oh, da ist er! Da ist er, da ist er! Ich hab grad gehört! Er war grad hinter mir. Ja, gehört, aber. Nee, ich hab auch gesehen, aber kommt mir vor. Da war er kurz. Ich hab ihn grad aggressiv gemacht. Zeig dich! Du musst ganz, dich. Du musst ganz auf das Licht. Oh, oh, oh Mann, dann bist du aggressiv. Zeig dich! Zeig dich! Der wird richtig aggro, wenn du das machst. Zeig dich! Oh, schau, 20 Schweizer Franken von Asi Forever. Bist der Beste, mach weiter, so Dankeschön! Asi Forever, vielen Dank für 20 Schweizer Franken! Der Schnitzer auch wieder dabei. Die Franken, ja. Wenn das Daro sehen könnte. Wo bist du? Der hat mir gerade schon geschrieben. Kahari! Wo bist was? Du? Zeig dich! Danach kann er ja schon mit der Maus austauschen gehen. So. Angst, Angst. Wo einmal bist du? Lager, bitte. Die Zwillinge, die Zwillinge. Disco, Disco. Zeig dich. Ich spiel's nochmal auf der Flöte hinten. Oh, ich hab was gehört. Oh, ja, redet mit dir. Ja, das ist eine Flöte. Genau. Oh, da rollt was. Da rollt was. Er kommt, er kommt gleich wieder. Er kommt gleich. Oh. Ja, da kommt er. Oh. Da kommt er kommt gleich wieder. Oh. Töte mich. Oh. Komm schon. Oh, ja. Also auf zwei. Oh. Oh. Komm schon. Oh. Komm. Tu es. Tu es. Komm her zu uns. Du musst schreien, nimm mich. Dann kommt auch. Nimm mich. Ich mag es von deinem Geist. Was? Ich krieg gleich einen... Ich wollte gerade steifen Finger sagen, aber okay, lass mal das. Ja, du brauchst nicht reden. Geil. Was war das für ein Dong grad? Ding Dong. Das war so ein Dong. Ah! Das war der Ding Dong. Was? Der zeigt sich nicht, der ist so farb. Ich ja, warte, ich nehm jetzt mal hier das Ding mit. Das macht das sehr aggressiv, wenn ich das hier reinschmeiße. Ah, schmeiße ich hör, er redet. Er einfach den Müll da reinschmeißen. Oh, du musst mit ihm flirten. Na, wir müssen einfach den Müll da reinschmeißen. Dann wird er matt. Ich bin so cool. Komm her, komm, ey. Ich bin so cool. Jo! Hast du gehört? Jo! Ich hab noch von ihm so ein Joch gehört. Joch! Oh, ja. Joch! Du musst genau gleich reden wie er, ja, ja. Joch! Oh, ja, komm! Ja, komm! Ich hab das Gefühl, Gronkh hat synchron gesprochen hier drin. Wie heißt der Geist? Wissen wir das? Ist ja Jens ja, oder so. Die Lampe kaputt gemacht. Ihr seid die Besten. Jens. Die Lampe ist kaputt, jetzt ohne Witz. Ja. Die Lampe kaputt gemacht. Die Lampe ist kaputt, wir müssen den Generator anmachen. Achso, den müssen wir nicht. Passt doch, wenn der jetzt aus ist. Der ist einfach schon so matt auf uns. Ich schau sonst rüber, wie er heißt. Ich sag schnell, ich bin gleich wieder da. Du musst mit ihm richtig flirten, weißt du? Ja. Hat er so, ja, hast gehört. Vom Geiste, ja.
Das ist jetzt mit Abstand der geilste Geist, die U-West an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Hilfe. Das ist voll erschrocken irgendwie. Warum finde ich das hier so creepy? Wie Angst hier drin. Der Wald macht mir mehr Angst als alles andere. Der Geist heißt Joseph Martinez. Also Joseph. Also könnte auch Joseph sagen. Wir brauchen noch ein Foto vom Geist und hindern den Geist einen Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Das nehme ich mit. Ja. Der Kruzifix noch einmal. Alter, ich kann nicht mehr. Dieser Geist ist einfach so lustig. Hallo. Wer war's denn? Achtung, Achtung. Was? Die Gitarre ist von alleine gerade gegangen. Achso, perfekt. EMF5 bei mir. Ja, EMF5, der ist hier. Er ist Endsmit. Zeig dich, Josef, 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 Josef. Joseph, Joseph, Joseph. Joseph! Joseph Martinez! Joseph Sardine! Ja, ich habe jetzt mal Kruzifix dabei, auf alle Fälle. Der Kruzifix. Ja, einfach da drin hockt. Wie hieß der mit Nachnamen? Martinez. 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 Joseph Martinez. Joseph Martinez. Joseph, Joseph, Joseph. Joseph, zeig dich. Joseph, Joseph, Joseph. Zeig dich. Joseph Martinez. Komm her. Oh, 5, perfekt, er ist wieder da. Komm. Zeig dich. Martinez. Zeig dich. Josef, zeig dich. Zeig dich, Josef. Komm schon. Josef. Josef Martinez. Josef, du musst dich jetzt zeigen. Zeig dich, Josef. Wir sind eingesperrt mit dir, Josef. Josef, wir haben zusammen ganz viel Spaß hier drin. Ja. Wir haben sogar die Lampe mit dir zusammen kaputt gemacht. Martinez, Josef. Stand da vielleicht, dass man alleine mit ihm reden muss? Keine Ahnung. Hab nur den Namen gesehen. Josef? Zeig dich! Zeig dich, Josef! Joseph Martinez! Immer wieder kurz minus 10 Grad, aber dann ist wieder. Ja, ja. Vielleicht musst du allein. Ja, ich weiß nicht. Der Zwilling. Vielleicht steht er auch nicht auf Männer. Oh, Josef! Josef! Er kommt. Ja, kommt zu mir! Kommt zu mir, Josef! Komm zu mir! Oh je! Oh. Was ist denn da los? Pinky! Halsschmerzen gehabt. Das hat ihn erwischt. Geht's immer weg, gehen wir das Foto machen für mich. Das wird super fürs Foto hier, ja. Ja. Was für Foto? Ja, du kannst den mit drauf. Du kannst mit drauf. Nee, bitte, ich will hier nicht Nerven stören. Na, achso. Wir gehen alle aufs Foto, komm. Hallo! Ja, genau. Alle, weiter zu mir? Er kommt wieder. So? Perfekt. Weg hier. Josef! Ich würde sagen, wir lassen. Ja, ich brauche noch das Kruzifix, aber egal, ja, komm, gehen wir einfach. Ja, ich meine, du kannst. War das jetzt Hobbs? Ich bin da. Achso, schade. Dankeschön. Wäre lustig gewesen, wenn. So. So, wie gemein er ist. Der arme Mann. Ah, das Türl zugemacht, schau. Ah. Was soll das? Hallo? Wir sind am Arsch, wir sollten uns verstecken. Hey, was soll das? Warum bist du durchgekommen und ich nicht? Schande, ich habe ein Kruzifix dabei. Im Fall der Fälle können wir uns zusammen kuscheln hier. Magst du kuscheln, komm mal? Komm. Schon vorbei? Keine Ahnung. Ich glaube, du bist schon vorbei. Ja. Hallo? Was macht's hier? Ja, wir konnten nicht durchs Tür, der zugemacht. Ja. Der hat vor unserer Nase zugemacht, alles das Türchen. Klar. So, scheiße. So, alles bis auf Kruzifix und sie müssen ein Foto vom Geist machen. So. Ja, komm, scheiß drauf, wir fahren. Wir fahren nach Hause. Haben alle eingegeben? Jo. Das ist ein Zwilling ist? Jawohl, perfekt. So, fahren wir. Wie viel habt ihr noch? Noch genug Leben. Guck mal, 15, 16, das passt doch. Einer draufgegangen, das passt doch. Herr Joseph. Ah, ist das schön.
Mein Pipi tut weh, danke für den Euro. Moin, könntest du mich grüßen? Die Grüße aus Wien. Mein Pipi tut weh, wird gegrüßt. Auf alle Fälle, Grüß gehen raus. Beste Name einfach. Michelle, danke schön für 5 Euro. Dann Crazy ist auch dabei, danke für den Euro. Psychic Weep oder Web? Erstmal auf chillig deinen Stream am Ende des Geburtstags gucken. Dann alles Gute nachträglich. Falls du heute nicht mehr Geburtstag hast. Oder ach nee, es ist ja noch 20:28. Alles Gute. Oh boy, boy. Aus der Steam YouTube, kennst du mich noch? Bull. Liebe deine Livestreams, dankeschön. Kirsi, danke für 5 Euro, ne? Wie sie noch raus an dich? Crazy Lima, der ja, Bürostube gegrüßt. 2. Mein Pipi tut wert, 2-mal Donate, dankeschön. Kieferoperation lief super, habe mir im Bett mindestens 8 Livestream gegeben. Okay, dann alles top, alles supi. Dann passt das. Oh, das sind Fotos, die wir von uns. Ach, da ist das Foto von mir. Cool. Welches? Wo, ja, da? Wo wir. Jetzt haben wir alle. Ja. Wie cool. Ist das denn nicht synchron mit Fotos? Matze, wir haben ein Foto mit dir gemacht, wie du gestorben bist. Komm mal mit. Nee. Komm mit, komm. Na, das passt doch. Schau da. Hä? Ja, hier. Also, ich glaube, es sieht er nicht. Oida. Komm mal nur schnell was zu trinken. Mann. Jo. Warte mal, ist das mein. Genau, kurz weg. I, das ist ein altes Red Bull auf meinem Tisch, jetzt fast getrunken, bin ich wieder da. Habe ich das Hass, wenn es so alt ist? Ne? Ja, richtig. Wow. Ja, dann räum mal die Scheiße weg auf deinen Tisch. Du unordentliches Hund. Die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. Gibt's da irgendwo ein Zückerli? Du musst beim Hops vorbeigucken, der hat immer Zückerl dabei. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Ist das gut, Hops? Gefällt dir das? Und Herren, ich würde sagen, wir schallern Leikalb raus und jetzt geht's los, die Party. Die nächste Luzi geht gleich los. Wir starten in 3, 2, 1. In gleich geht's weiter. Jetzt noch ein Stück Red Bullzen. Und dann sind wir ready. Solange es noch geht. Müssen wir nutzen, solange es noch geht. Irgendwann gibt's den Like-Button nicht mehr, glaub mir das. So, weiter geht's. Ich muss alles hinzufügen. So, hinzufügen alles. So, ich bin auch bereit. Was auch immer wir jetzt spielen, ich hab Bock drauf. Wir haben ja gerade erst angefangen, warm zu werden. Tilsiter, du willst noch. Du musst noch bereit drücken. Ah, ist das lecker. Stream off, 100%ig Stream off, ja. Hab ich gerade gesehen, dass der Stream offline ist. Halten Sie Ihren Verstand oben. Mhm. Verstehe. Edgefield Street House. Habe ich richtig Bock drauf. Es ist 2:30 Uhr. Ich bin ready für den Hype-Like. Ja, Hype-Like. Oh, wieder mit der Kerze. Habe ich jetzt beide genommen? Thomas, ja, Thomas! Thomas, zieh raus! Ach so, du. Lol. Du hast es beide genommen. So. Da, Thomas Edison. Schon wieder das Haus. Ja klar, das beste Haus, was weit und breit gibt, ist der Thomas. Aber nur unabsichtlich. Unabsichtlich, wo bist du? Zeig dich. Sperr mich nicht ein. So, Strom ist erstmal an. Wo bist du? FBI open up. Wo bist du? So, perfekt. André Stanek, danke fürs VIP gerade. Wo bist du? Grüße gehen raus. Mal kommt mal wieder Polizei ab hier. Bald, demnächst mal wieder, Leute, bald. Sag mal, bist du anerkannter Türstock, oder? Der war böse. Schau mal, hier. Aber da ist jetzt nicht rot im Zimmer, das verstehe ich nicht. Komisch. Hä, nicht? Nee, das war vom letzten Mal, da war irgendwas, sag ich doch. Hat er irgendwas gemacht? Thomas, die Dampflok! Thomas? Thomas, die Lokomotive? Thomas, der Tank am Thomas, the Tank Engine? Wo bist du?
Immer dieses Wo bist du ist so lustig zum Fragen. Wo bist du? Schon mal Gefriertemperatürchen. Wo bist du? Das ist nix. Also 10 Grad, 5 Grad, 8 Grad. Komm mal in den Keller runter. Wo bist du? Thomas, zeig dich. Thomas, genau. Wo bist du? Bis jetzt noch alles legit. Wo bist du? Ah, da hat wer auf dem Klavier gespielt. Lol. Ach so. Wo seid ihr? Perfekt. Ja, Matt machen den Geist, passt doch. Wo bist du? Oh, da hinten waren wir noch gar nicht, in der Waschküche. Ja, erstmal. Thomas, das ja. Hat hier gerade in der Garage. In der Garage gerade 0,9 Grad. Aha. Oh, der war ja noch gar nicht. Hallo, Thomas, komm. Wo bist du? Komm, putti, 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 komm. Können Sie mal kurz rausgehen? Nö. Ah, da ist kalt da drin. Hallo. Hier ist kalt, warte ganz kurz. Gefriertemperaturen. Sind? Haben wir? Ja. Ab wie viel Grad ist das? Ein Grad hatte ich jetzt. Okay. Ich hatte gerade Atem vorm Mund. Okay, dann mache ich Gefriertemperaturen. Okay. Oh ja, minus 2. Passt. Und bitte mal kurz rausgehen. Ah, warte, Gefriertemperatur. Bitte gehen Sie mit Ihrer Maske da mal raus. Na, Gefriertemperatur. Hier. Mit Ihrer Maske. Ja, ich gehe schon. Gehen Sie mal raus, bitte, danke. Gehen Sie, verpissen Sie sich. Wo bist du? Oha. Oh. Thomas, komm schon. Soll ich sonst mal Thomas rufen? Aber dann schallert sie wieder durch den ganzen Tag. Wo bist du? Hallo. Bist du hier? Könnt ihr bitte aufhören, auf dem Klavier zu tippeln? Nee, der geht, glaube ich, nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Du warst selber weiter. Ich schaue mal, ob er vielleicht auf Dings hier reagiert. Thomas! Hört mal auf, da hinten zu spielen. Ich muss mit Thomas reden. Thomas! Bist du hier? Ey, wenn ihr sich so voll aufhört, mit dem Scheißklavier zu spielen, dann hacke ich irgendwie noch die Finger ab. Hörst du bitte auf? Schandl, hallo? Warte, ich muss mich konzentrieren mit dem Thomas hinten, ja? Thomas, bist du hier? Wenn du dich so voll aufhörst, gehe ich. Ich gehe ja einfach. Aber geh doch, verpiss dich! Thomas, bist du hier? Hör auf jetzt! Das ist ein ernstes Thema hier drin, ja? Und er wird nicht antworten, solange du hinten spielst. Du, ich geh wirklich, wenn du das willst. Willst du, dass ich jetzt hier einfach aufstehe und gehe? Na, aber ich find's lustig, wie du gesagt hast. Das ist nicht lustig. Entenhandel. Nein. Entenhandel ist was Lustiges. Thomas! Oh, dann kann ich das hier wegschmeißen. Thomas, bist du hier? Wo bist du? Thomas, bist du hier? Thomas, bist du hier? Was hat der Kabel reingeworfen? Na, warum nicht? Weil du nicht allein bist. Ja, aber das kann ich dafür, dass da jetzt wer reinkommt. Dann mach du das hier drin. Kerze wurde ausgeblasen vom Geist. Oder von der Tür. Red mal mit ihm. Thomas! Es wird nicht funktionieren, wieso verstehst du das nicht? Matze, red mal mit dem Geist. Thomas, komm. Lass mal die Kerze für mich aus, Thomas, komm. Thomas, mach mal Türe zu. Thomas! Ich glaube, der reagiert nicht auf die Box. Ich habe das Gefühl, der reagiert auf gar nichts, der Herr Thomas. Lass die Kerze aus, komm. Ich muss mal was anderes holen. Lass mal Alarm. Probier mal das Ding zu holen, dieses komische. Die Kerze wurde wieder ausgeblasen. Also ist ja, der ist hier drin. Dann holen wir mal das Geisterbuch. Thomas, du stinkendes Stinkvieh, du. Thomas, du stinkst. Thomas, du stinkst nach Kacki und Pipi. Pipi, Kacki, Thomas.
Ja, ich muss ein Matt machen, dass er sich irgendwie zeigt. Thomas! Thomas, ich weiß, wir sind nicht die besten Freunde, aber wie wär's, wenn du mal in dieses Buch reinscheißt? Also reinschreibst. Scheiß mal ins Buch rein! Scheiß mal ins Buch rein, ja. Du hast keinen Bock auf uns da, Thomas. Wir hatten da diese... Ja, gut, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wortwörtlich. Thomas, reinscheißer! Scheißer rein, da ist der macht nichts, dem ist alles komplett egal. Ja, Thomas! Ja. Thomas, du siehst aus wie eine Kackwurst mit Ohren. Ah, jetzt funktioniert's. Wie viel hast du? Zwei. Thomas! Wow. Deine Mutter stinkt nach Abfluss. Thomas, du warst kein Wunschkind. Ich stehe auf Fluss. Thomas, du wurdest nie von deiner adoptiert. Familie akzeptiert. Und du wurdest adoptiert, genau. Thomas, du hast Mundgeruch und deine Eltern sind nicht stolz auf dich. Thomas, wenn du jetzt blöd bist, schreib nicht ins Buch. Thomas, schreib ins Buch. Geht schon, komm. Thomas. Schreib jetzt bitte ins Buch, ich kann nicht mehr. Thomas, wenn du da bist, dann kack mal auf den Floor. Kack mal ins Buch, Thomas, komm. Kack mal auf den Floor, Alter, Digga. Was? Thomas, reiß doch dem Kopf einfach mal den Kopf ab, ha? Was? Aha, zwei. Schau mal. Thomas. Jetzt beginnt das, ja. Thomas ist aber irgendwo hier. Hier ist Thomas. Hier irgendwo in der Ecke. Thomas? Ja, genau hier ist er. Da, wo ich jetzt gerade stehe. Thomas. Wir haben Geisterort. Thomas, du Stinky, bist du hier? Habt ihr gehört? Ja, wir haben Geisterorbs. Aber ja. Thomas will nicht reden und Thomas hat nur zwei EMF-Reader-Dingsbums-Ausschläge. Jetzt haben wir Gefriertemperaturen und Geisterorbs. Oh je. Geil. Wo ist er? Treppe runter. Was? Oh, fuck. Nein! Alter. Jungs, alles gut da unten? War der oben jetzt? Matthew hat's. Ihr müsst schreien, töte Hobbs, der war wenigstens Sanity. War der jetzt oben? Kam der von oben runter oder was? Nee, der kam von unten. Ja, moin. Nein. Oh, da ist er. Alles gut bei euch? Ist sie wieder weg? Ich glaube, ich weiß, ja. Ja, ich weiß, wo er ist, glaube ich. Ich weiß nicht, was gegangen. Albanis Airport. Warte, vorhin. Der Geist stand gerade hier im Eck. Ich geh mal raus. Ich hab Angst. Also Geisterorbs haben wir jetzt und Sanity ist bei mir auf 8, Alter. Lass mal ein paar Bilden einnehmen, Alter. Das ist der Sound auf die Spende. Was schäberten sie da drin so? Ja, dann können wir ja fahren, oder? Nein. Was brauchen wir noch? Ich geh, tschüss. Hä, ja, warum gehst du? Was soll das? Haben wir alles? Na. Was fehlt noch? Ich hab was gemacht, warte. Da. Ich bild mir ein, ich hab nämlich was gesehen. Nur was hast du gesehen? Ein Orb? Den Geist. Na, Orb haben wir schon. Ja, aber was? Wie, du hast was gesehen? Wir brauchen nämlich noch was eben FM5. Ja, den Projektor, glaube ich. Den Projektor? Ich glaube, ich hab's gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, da macht die Tür zu, schau. Ist ja voll creepy. Ist ja voll creepy. Ich sehe nichts, du bist im Bildschirm, oder? Achso, Entschuldigung. Sonst warten wir noch, ob er da durchgeht, weil ich will nicht mehr reingehen. Trotzdem Sanity-Pillen. Schau, wie das Orb da oben fliegt, voll süß. Ich glaube, ich habe im Ding zu Matt gemacht. Ich glaube, das war keine gute Idee.
ist richtig aggressiv geworden. Wenn du reingehst, brauchst du Sanity-Pillen. Du hast noch 2%. Wieso soll ich reingehen? Wir gehen zu zweit rein, dachte ich. Ja, weil du sagst. Ja, wir gehen rein, wir schauen uns das jetzt an. Was ist das? Ja, wir gehen das, wir schauen uns das jetzt an, aber das hinten. Das ist der Sound auf die Spende. Haben wir das Buch schon hingelegt? Ja, ne? Was haben wir hingelegt? Das Buch haben wir schon hingelegt. Das Buch haben wir hingelegt, ja, wir können schauen, ob er was reingeschrieben hat. Muss man halt schnell machen. Was fehlt noch? Das? Der EMF-Reader fehlt. Und keine Fingerabdrücke bis jetzt und das Buch können wir noch schauen, was liegt. Ich geschaut. Was hast du geschaut? Fingerabdrücke habe ich geschaut. Okay, dann schauen wir es so rein. Jennifer Ratzke, danke für 5 Euro, bist der Beste. Dankeschön, Jennifer. 2x 5 Euro donated. Liebe geht raus. Immer rein. Schreibt nicht dran. Mhm. Gib den EMF wieder her, wenn du dich nicht reintraust. Gib ihn her. Weil du gehst nie rein, wenn es piepst. Das ist. Achso, ich hätte schon gemacht, aber mir ist das egal. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Mhm. Zack, schreib ins Thomas! Buch. Thomas! Schreib Buch. Thomas. Gib mir ein Zeichen, Thomas. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Aha. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Ich brauch mehr als 2. Gib mir ein Zeichen. Boah, wow, Alter, gib mir der am Arsch. Ach, geschossen. Keine Zahlen, oder? Gibt's das? Ne. Find auch grad nix. Nur bei 2. Irgendwas brauchen wir noch. Was probieren wir denn beim Türspalt denn aufzuhängen? Warte, ich mach das. Na, geht ja immer durch die Tür durch anscheinend. Ja. Ich hab Angst. Ich mag nicht mehr. Okay, ich schau noch, ob der vielleicht da irgendwie durchgeht und dann lassen wir's, weil ich finde nichts. Ich finde weder Spuren zu Dings. EMF-Reader ist auf maximal 2. Was sind da runtergefallen? Mhm. Jetzt hab ich gerade erschrocken. Jetzt ist mir so ein Platt runtergefallen. EMF-Reader ist auf 2 maximal und ja. Ich muss mich mal schneuzen, Alter. Jo, was willst du wohl sein, wenn es das nicht ist? Er will nicht reden, er möchte. Ich schau mal rein. Also, Geisterbuch schreibt er nichts rein, Geisterbox macht er nichts. Keine Fingerabdrücke, keine EMF-Ebene und keine Dots-Projektoren. Was könnte es denn sein, bitte? Was könnte es noch sein? Ich könnte jetzt nochmal reingehen, aber dann ist alles weg. Dann ist es so oder so alles weg. Ich meine, ich könnte jetzt auf gut Glück probieren, das auszuwählen, was ich glaube, was es ist, aber. Hm. Revon, Geisterbox ist nicht Finger. Ah, warte mal.
Okay, EMF-Gerät kann zwar unmöglich sein, sehe ich gerade. Dots-Projektor könnte das noch sein. Und Geisterbuch. Also eins von beiden wird sein, weil die Geisterbox hat 100 pro angesprungen. Also entweder der Projektor oder das Geisterbuch. Das ist der Sound of a Spende. Hm. Geisterbuch oder Dots... Warte, Juray. Schauen wir mal einen Juray an. Geister. Juray. Ein Juray ist ein Geist, der aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache in der physischen Welt zurückkehrt. Stärken. Jurays haben eine Stärke, Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Das stimmt, die war richtig schnell weg. Schwächen. Wenn sie den Raum des Juray ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung... Okay, das ist mal okay. Das ist schon, es würde schon mal passen. Das andere wäre sonst gewesen, der, wenn ich jetzt hier auswählen würde, wo ist es denn? Bei Beweise, wenn ich jetzt die Geisterbox, das Geisterbuch nehmen würde. Der Revant. Oder der Revant. Und der hat folgendes, der Revant. Ist dann langsam, aber attackierend, heftig und wahllos. Grün zufolge ist ein Revant schneller, wenn er jemanden jagt. Wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revant. Bewegt er sich sehr langsam. Okay. Also ich muss sagen, es für mich hört sich eher realistisch an. Das ist der Sound of a Spende. Dass es der Projektor ist, nicht der Projektor, ne, warte. Geist, nicht Geist, aber so das ist doch der Projektor und ein Juray ist. Ich glaube, es ist ein Juray. Was hat dieses Ding aufgemacht hier? Ah, jetzt habe ich gesehen mit der Tür. Ne, die Tür wird aufgemacht, aber ich gehe da jetzt nicht rein. Aber ich vermute, es ist ein Juray und dass der da durch dieses. Wobei, der wäre doch schon durch den Laser 10-mal durchgerannt, oder nicht? Will wir doch sehen. Ey Leute, ich weiß nicht, was soll ich denn auswählen. Ich gehe da nicht mehr rein, Alter, wenn ich da jetzt drauf gehe. Weil so haben wir noch eine Chance, irgendwas zu gewinnen. Wenn ich da reingehe, bin ich weg. Vielleicht dann doch das Geisterbuch, oder? Weil Fingerabdrücke, nee, Fingerabdrücke eher nicht, aber Geisterbox, nee. Geisterbuch, wenn dann. Ich schätze mal Geisterbuch, dass er nicht reingeschrieben hat. Das glaube ich jetzt gerade. Wir hätten schon 10-mal gesehen, dass er da durchgelaufen ist. Alter. Nee, weil das jetzt schon höchstens jetzt schon hätte er ausgelöst, weil der hat hier gerade das Ding bewegt. Also das kann es nicht sein. Dann wird es das Geisterbuch sein. Und warte, sonst noch die Fingerabdrücke? Oder warte, Geisterbox, schau ich mir schnell an. Die Geisterbox, da haben wir ein Unrio. Geister Unrio, was ist denn ein Unrio? Da, der Unruhe wird auf der zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus dem Körper, Stämme der Opfer, um sich zu rächen. Dieser Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer... Okay, das ist wieder der Geist. Hm, das könnte nämlich auch... Aber Fingerabdrücke habe ich keine gefunden. Das könnte aber trotzdem... Ach, weißt du was, ich schaue nochmal rein. Nee, ich gehe da nicht rein. Ich mach das nicht. Ich kann das nicht. Ich schaff das nicht. Also ich vermute, dass es wäre anderes. Okay, also ich mache jetzt auf gut Glück. Also Geisterorb, Geisterbox. Glaube ich dann nicht. Ich glaube einfach, Geisterbuch. Ich glaube, es ist ein Revant, ist es, genau. Das logge ich ein. Leute, macht mal alle Revant zum Einloggen. Zum einen Geisterbuch, Geisterorb und Gefriertemperaturen. Könnt ihr mal alle einloggen und dann schauen wir, ob das stimmt. Wer andere Meinung ist, kann das anders eintragen. Ich warte noch ein bisschen, bis ihr fertig seid. Bevor ich da jetzt reingehe und draufgehe, ist eh alles weg. Arschloch! 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 Böder Geist, du! Stinkender Geist! Du stinkst! So ein stinkender Geist. So viel Stinky-Stinky machen da drin. Stinkiger Geist. So viel Stinky. So viel Stinken da drin, gell? Ja, so viel Stinken tun sie da drin. Lieber Geist. Haha. Stinky. So, mal schauen, noch mal ein bisschen Mett gemacht. Vielleicht macht er doch noch was, aber ich glaube nicht. Nee. Und EMF geht, das Gerät, man merkt, es geht nicht hoch. Also, ich würde sagen, wir sind fertig. Ich hoffe, es passt. Der Raymond. Der Raymond. Wenn es auf Null ist, ist bei Elias
hat gesagt Projektor, ich glaube nicht, ne. Projektor, das kann doch nicht sein. Und es war... Oh. Ich hab's Jurai. Feiert. Was war's denn? Oh nein, tut's nicht, Tremor. Es ist der Projektor. Warum der Projektor? Aber der ist doch zehnmal durchgelaufen. Jurai. Da war doch nix. Ja, ich hab dir gesagt, als ich den Projektor anders eingestellt habe, ich hab vorhin was laufen gesehen und ich muss nochmal sicher sein, ob es jetzt wirklich der Projektor war. Ja, aber der hört natürlich wieder nicht zu. Ja, weil ich hab extra gewartet, ob er nochmal durchrennt, ja, und es ist nichts passiert, deshalb. Jetzt bin ich mad. Weil ich war mal nicht sicher, normalerweise kommt dieser Geist kommt meistens nur in der Form, wenn der Projektor da ist, ne? Sieh mal an der Tür. Ich war mal nicht sicher. Ey! Ohne Witz. Was? Geh mal da an die Tür. Ist alles weg. Mach mal Maustaste, dann schreit's. Ja, wo? Bei mir hat's gerade hey geschrien. Keine Ahnung. Lol. Egal. So. Warte, ich hab $260, was brauchen wir noch? Warte, ich tu das hinzufügen. Ich hab $900, was brauchen wir? Ich hab 400. Ich tu die Stasch. Ich bin Endsmet. Ich kauf mal 2 Kruzifix. Ach komm, jetzt geh doch da mal dran. Muss niesen. Gesundheit, sagt man, ne? Danke. Wenigstens einer mit... Ach nee, ich muss schon wieder. Oh nee. Ach, das passt schon so. Das sagst du mir auch. Ich! Oh, danke. Ich nies zwar 20 Mal am Tag, aber trotzdem. Danke. Ja, bei dir kann man nicht mehr Gesundheit sagen, wenn du so oft niest. Ja, danke. Deswegen ey, da ist so ein blödes Stück dazwischen. Da komme ich das Ding nicht hin. Du bist das blöde Stück. Ja. Oh. Geiles Stück, du geiles. Blödes Stück. Oh, wie geil, man kann das wegziehen. Guck mal, wegzaubern. Guck. Das muss okay, man, sein. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Party. Machen wir Party? Gibt es einen Partyraum, wo man reingehen kann? Das wäre natürlich Korall. Danke in den Chat für die netten Gesundheitswünsche. Sogar mein Chat sagt Gesundheit, im Gegensatz zu anderen Leuten hier. Ein bisschen Vernunft. Ja, ja. Ich bin mir zum Glück keiner Schuld bewusst. Ich mir auch nicht. Hab nichts gemacht. Halloween Feelings von NB12 Buchauer. Ja, stimmt aber voll. Vollgas. Einfach Red am besten noch einen zweiten Dot-Projektor kaufen. Und ja, das war der einzige, den wir hatten, ne? Am Boden verteilt. Ah! Bist der Beste, mach weiter. Nächstes Mal werde ich auf dem Boden so ein Ding hinballern. Benny, bist der Beste, mach weiter. Sag schon, Benny, Jennifer Ratzke war vorgelesen. Genau, perfekt. Dankeschön. Oh nee. Michael Jones. Wo sind wir dann jetzt hier? Was ist das für eine Map? Weiß das wer? Ach du na Schande. So, ich hab ein Thermo. Ich hab gar nichts. Du hast ein Thermo gerade genommen, oder? Ja, hab ich. Das ist die kleinste Map. Ja, okay. Ja, was ist das für eine Map? Prison? Ja. Oh nee. Oh, finde ich blöd. Ich bin nicht der Einzige. Weißt du, wie der Geist heißt, bevor wir reingehen? John, irgendwas. Na, Johnny. Michael? Ja, was jetzt? John oder ja, Michael? Fast. Michael irgendwas. Ja, einer sagt John, der andere Michael. Wem soll ich jetzt trauen? Deiner Mutter. Genau, finden Sie mehr P heraus. Das ist super. Kann mir mal wieder eine Rotweste senden. Zimmer. Oh, Alter, wie laut ist denn das denn hier drin? Kann mir mal wieder eine Rotweste senden. Weißt du was, ich gehe einfach mal allein rum. Ich werde schon was finden. Kannst du bitte in der Lobby mit einer UV-Lampe alles zeigen? Habe ich vorher eigentlich gemacht, aber ich kann nochmal durchrennen. Da gibt es ganz viele Easter Eggs. Oh, Alter, war ich das jetzt? Ah ja, gut. Hallo, ich bin's, die Katrin. Ich bin auf der Geistersuche nach Michael jetzt, ne? Herr Michael. Vermute ich mal so, machen wir hier mal. Wie kann man das hier anmachen? Ah, okay, der Strom fehlt, ne? Scusi, ich brauche jemanden, der den Strom anmacht. Danke. Wir brauchen auch jemanden. Okay. 10 vor. Weißt du, irgendjemand, wo man Strom anmacht? Alt F4 drücken. Findest du mehr P raus? Du, kurz, ich hätte eine Frage.
kann man mir eine Rotweste senden? Wann kommen denn die, Ey, wusstet ihr, dass es da einen Hinterhof gibt, wo man reingehen kann? Du, die Anhänger, bitte, bitte. Leute, es gibt einen Hinterhof. Es gibt überall einen Hinterhof. Nein, it's no shit, das ist ein richtiger Hinterhof hier. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Du bist der Erste, der das nicht weiß. Okay. Ist ja voll cool. Du, die Anhänger, mach die bitte raus. Du. Da würde ich gerne reingehen. Wo seid ihr gerade? Obergeschoss. In welcher Zelle? Egal. 10 vor. Ich melde mich dann mal 10-7. Ich tenne mich mal 10-7. Das, Ja, 10 vor dann, ja. Weißt du, was ein 3211 ist? Jungs! Ich hab Angst alleine, aber ich bin trotzdem allein unterwegs. Also hier in den Krankenbetten liegen Handschellen, das sind ganz schön perverse Schweine hier, echt. Warte, du bist jetzt allein. Ey, das ist ein Prison. Was glaubst du, wo da Handschellen sonst rumliegen sollen? Das ist ein Habitat von dem Dings. Alter, ich finde noch immer nichts zum Einschalten. Hat doch niemand den Stromkasten gefunden jetzt hier. Das gibt's doch gar nicht. Ah, 0,9 Grad hatte ich gerade. Ey, ich hab den Raum gefunden. Minus gerade. Wo bist du? Minus gerade. Wenn du raufgehst, Chief, im Chief-Büro, das erste bei links, wenn du oben die Treppe raufgehst. Also rechts, die erste Treppe. Hab das Büro gefunden. Minustemperaturen, könnt ihr schon mal eintragen. Wo seid ihr denn? Ich warte auf euch. Ich hab mich verlaufen. Ach so, schön. Das ist schon ein bisschen weit weg jetzt, Prinzessin. Ah, da seid ihr schon. Da kommt ihr. Da, das ist der Raum hier. Hier. Der Chief of Police Raum. Der hat 0,4 Grad, minus 4 Grad sogar gehabt, glaube ich. Ja, minus 9,9 hat er jetzt, das ist richtig kalt. Ich stell hier meine Kamera, oder wie heißt das Ding auch immer? Ja, stell eine Kamera auf. Ich hab hier auch eine Kamera dabei, ne? Ah, ich hab was gesehen! Da ist ein Orb, Geisterorb. Können wir auch abhaken. Geisterorb. Wie kannst du ein Orb sehen? Du kannst jetzt in die Kamera gucken, das ist es. Du kannst die Kamera selber schon reingucken. Ich hab ein Orb da hinten. Ja, Orb ist auch drin. Wie denn? Wie seht ihr das? Ja, ich habe die Kamera dabei gehabt. Du kannst mit Rechtsklick kannst du durchschalten. Hallo. Soll ich das Buch mal hinlegen hier? Na, ich hol noch ein paar Sachen. Jetzt habe ich hier ja alles gefunden. Was ist denn Orb? Also Geisterorb und Gefriertemperaturen. Geil. Also es geht ja richtig schnell hier jetzt. Das ist ja Flitz wie sonst was. Ja, Gott sei Dank bin ich mit dem Gerät rumgegangen. Okay, ich geh mal raus. Mach mal zu, ist ja nicht mein Problem. Ich mach mal zu, ich geh mal weg. Ich steh ja raus, bin ey, so geil. Ah Leute, ich liebe dieses Spiel, es ist so lustig, gut. Hat er mir schon was platziert? Nee, ne? Nee, ah da. Guck mal das Büro angucken, sowas nämlich. Geisterbox auch? Hallo? Geisterbox? Ja, nein? Ja. Das Lustige ist, ich habe Schandl gerade am Funkgerät nicht gehört. Ich habe es ja im nächsten Zimmer drüben gehört.
So, bereinigen Sie den Bereich der nächsten Geist mit Räucherstäbchen. Ich nehme Räucherstäbchen mit und dann brauchen wir noch, also wir brauchen da noch was. Brauchen wir Foto? Foto brauchen wir keins, oder? Wir brauchen, bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen, hindern Sie einen Geist daran, mit einem Kruzifix hier heimzusuchen. Okay. Irgendwie mit einem Kruzifix, also haben wir kein Kruzifix dabei. Können wir nicht. Aber doch, ich habe ein Feuerzeug dabei. Feuerzeug? Ja, warte, zünd das direkt an dann für dich und dann zünd sie an und gib mir dann Feuerzeug, okay? Ich brauche das Feuerzeug dann auch zum Ausräuchern. Du musst nur mal die Kerze anzünden und kannst das Feuerzeug eh wieder droppen. Genau, dankeschön. Hola, Hiti, hola, Hiti, hola, Hiti, oh. Hola, die Waldfee. Wie zünde ich das an mit R? Ich bin gestern gemobbt worden. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Hast du gehört? Ich muss hier raus. Warum bist du gemobbt worden? Was ist denn los? Weil ich erzählt habe, dass der Smokey lacht und wenn ich in einem Dirndl wäre. Ach so, stimmt, gesagt, da war ja was. Dann habt ihr gelacht. So, ja, ich danke. Räuche das hier aus jetzt, ne? Wir finden das lustig. Perfekt. Blasen! Blasen! Blasen, Blasen! 2 Euro! 10 Euro! Blasen, 10 Euro! Schönen guten Tag! Blasen, was müssen wir jetzt noch machen? Ja, Tür zu machen. Ja! Oh, Scheiße! Also ausgeräuchert haben wir jetzt, Kruzifix und die Kerze auszublasen. Da müssen wir noch warten. Du Schandl, die Kerze muss er noch ausblasen. Die hat er noch nicht ausgeblasen bis jetzt. Ja, warten wir halt. Habt ihr eine Kamera aufgestellt da drin? Habt ihr ein Feuerzeug? Habt ihr die Kerze überhaupt angemacht? Ich habe ein Feuerzeug dabei, ja. Hier. Ja. Kruzifix. Ich brauche ein Kruzifix. Na toll. Ja, haben wir nicht. Wir haben hat leider keiner gekauft anscheinend. Och, Menno. Ich warte, bis er hier die Blase ausgeblasen hat, genau. Ach Menno, Verbände! Verbände! Also Blasen, nein. Ich habe nur noch 51. Don R. Wetter, danke für 1 Euro und 7 Cent, schöner Name. Und Vinzi, danke fürs 10. Resubben. Vielen Dank. Habt ihr das eingetragen ins Buch? Verbände. Ja. Wie wär's, wenn wir heute noch eine Runde Fortnite spielen? So insgeheim. Ja, perfekt. Ja, ne? Okay. Wäre voll für, Leute. Bin Leute, dabei. Wer im Chat wäre für eine Runde Fortnite? Schreibt jetzt gerne rein. Insta-Bann. Es gibt einen Insta-Bann. Ich hätte ein anderes Spiel, was du aber nicht mit mir spielen willst. Aha, ja. Hallo. Welches denn? Fortnite rette die Welt. Ja, das ist ein Spiel. Ja, genau. Ich sag, was willst du spielen? Na, das, was ich dir geschrieben habe, wo du gesagt hast, nein. Ach so, Valorant, oder wie das heißt. Valorant. Ja. Yeah. Mag ich nicht. Ja, weil sie sind mit Blasen noch. Ja, der bläst sich. Irgendwer muss reingehen und sagen, er muss so die Kerze ausblasen. Muss irgendwer jetzt machen von euch. Viel Spaß. Du hast das Feuerzeug, geh. Ja, genau, geh. Du hast die Kerze. Also ich geh dabei pipi, bin gleich wieder da. Das Feuerzeug. Piss mich nämlich sonst an hier noch. Ja, dann gib mir das Feuerzeug, hopp. Da liegt's. Muss in die Kerzen? Kerze steht, oder was? Die steht im Chief-Büro. Okay. Tschüssi. Ja. Spaß. Channel.
Hm? Was machst du? Und hört übrigens sein Keyboard. Und du? Dein Keyboard gerade ja, übrigens gehört. Nicht. Ich tu gerade kombinieren, Mozart. Mozart durch warte mal. Warte. Ich tu Mozart komponieren. Warte. Dankeschön. Komponieren. Ja. Oh, ich hab vergessen. Der Stream läuft. Huch. Die Presse will was? Oder was? So, alles. Haben wir alles, Kompo, meine Damen und Herren. Kompo, ist alles okay? Ist alles für den Schritt? Wir tun gerade Mozart komponieren. Ah! Aha! Bin ich einmal weg und es gibt ein kleines Konzert im Stream, gell? Io. Merke ich mir. Das ist ein großer Schritt. Er hat die Kerze ausgeblasen, wir können fahren. Fehlt noch wer? Nö, ne? Komm mal zu. Tot? Ah, Batzenfeld. Nicht zumachen! Ja, warum nicht? Es geht eh nicht, ich kann eh nicht zumachen. Komm ein bisschen schneller. Er braucht eine Stunde, bis er da ist. Ich weiß nicht, was schneller pissen als bis er zurückkommt. Er redet auch nicht. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Matze? Er lebt aber noch. Ja, wie heißt denn der Vogel eigentlich? Der redet mit dir. Ist schon fertig, du kannst kommen. Er hat schon geblasen. Er hat schon Blasi. Ich hab nichts gespielt. Ich schau, wie er rausgeht. Schau, wie er geht. Schau, wie lieb ich. Schau, er weiß nicht, wohin muss. Schau, wie lieb. Schau, was ist denn da los? Ich suche mir Matze, findest nicht mehr raus. Was halt? Ich hab gerade den Chat neben offen. Ich hab das Gefühl, dass irgendwo hin, wo man nicht hingehen soll. Hab ich das Gefühl. Ach, schau mal, wo geht er denn lang? Hä? Jetzt ohne Shit, ich glaube, Matze vergeht sich irgendwie. Schau, wo er bitte lang geht. Der ist am Arsch der Welt. Matze, ich glaube, du gehst komplett falsch. Ein bisschen falsch, glaube ich. Ein bisschen falsch, glaube ich. Lass ihn, er findet schon raus. Matze, du hast dich verlaufen, kann das sein? Schau, wie er geht. Er findet den Ausgang nicht. Ja, es ist lustiger, wenn er da drauf gehen wird, da drin, weil er den Ausgang nicht findet. Und wir können das schön live mitgucken. Oh nein! Das ist aggressiv, Matze! Oh, schau, da kommt er, da geht er! Ich hab einen Geist gesehen! Oh nein, der arme Matze, komplett allein da drin. Guck, wie er. Guck, wie er auf sein Leben rennt! Matze, mach schnell, der Geist ist aggressiv! Ich find hier nicht mehr aus! Ja, es kommt schon Hilfe! Weißt du, ich hab den Geist auf dem Screen das erste Mal gesehen und nicht, dass ich tot war. Der ist so aufgeblinkt, der Geist. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Ja, ist richtig, Matze. Da jetzt rausgehen, genau. Mit ein bisschen Hilfe. Super. Schau, wer da kommt, endlich. Ich bin der Blasemeister. Ja, genau. Oh, da war das eine Geburt, ey. Vollkommen. So haben wir alles. Ich hoffe, wir haben alles. Yes. Habt ihr alles aufgeschrieben? Mehr kriegt man halt nicht hin, ne? Michael. Aber hast du alles aufgeschrieben, was wir jetzt alles haben? Und Rio. Ja. Genau, perfekt, dann gehen wir nach Hause. Und Rio. Home to the Depot. Home sweet home. I'm walking. Home sweet. Alter, wie geil. Der arme Matze, Alter, komplett alone. Ja, $100 bekommen. Cool. Ich kaufe mal ein bisschen was ein. EMF-Reader kaufen. UV-Licht kaufen. Kruzifix kaufen. Kerzen haben wir noch. Bewegungssensor, Fotoapparat. Feuerzeug. Futterbrat kaufen. Räucherstäbchen kaufe ich zwei. Soll ich mal alles hinzufügen, was ich habe? Volle Ausstattung. Die Leute haben gesagt, ich hab deinen Chat offen. Mit der UV-Lampe hier mal alles durchchecken. Weil die unbedingt sehen wollen, was hier ist.
Also da gibt's einmal Help Me, wenn du hier aufmachst, kommt dir so ein Ding entgegen. Genau, das ist der erste Meme-Punkt. Hier gibt's anscheinend, wenn du 666 wirfst, bekommst du anscheinend irgendwas. Das könnte ich dann probieren, offstream, das mache ich jetzt nicht. Go Away haben wir hier oben. Run haben wir hier, einen Abdruck haben wir hier. Sonst hier Help Me. Oder ist hier oben noch irgendwo was? Nee. Ah, hier. Why are you here? Und da ist nur so eine Tür, wo nichts ist anscheinend. Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Alter! Alter! Hat er dich angeschrien? Ja! Geil! Oh mein Gott, hab ich gerade erschrocken! Alter! Ich hab jetzt einen Thermometer. Warum sagt mir das keiner, dass da was ist an der Tür? Tja. Ich dachte, da ist nix! Alter, mich hat's gerade erschrocken, Alter, mein Herz! Das war übelst laut! Ach, da sind so Schritte am Boden, der geht da hinten oder was? Der ist von hier da lang oder wie? Aber da war ich auch und da war aber nix. Was mache ich da jetzt? Ja, geh da nicht hin. Geil. Alter, ich hab mich übelst erschrocken. Alter. Und dann haben wir hier noch. Da haben wir hier noch irgendwie sowas. Ich hoffe, ich erschrecke mich nochmal. So ein Ding, keine Ahnung, was hier ist. Ich hab keiner geglaubt. Da ist doch gar nichts. Ola. Ja, ich sag's doch, ey. Ihr habt mir nicht. Vorhin sagt der Hobbs noch, ja, nee, nee, da ist gar nichts. Ja, jetzt auf einmal. Ja, geh da nicht hin, Alter, ich hab mich übel erschrocken. I hate it here, haben wir hier irgendwo stehen, was gibt's hier? Was, don't, was steht hier? Talk to them, achso, don't. Schaden talk to alles them. Okay. Ich glaube, die hat sich grad eingetintet. Mit so einem Kruzifix, und was steht hier? Was denn Why are you here? Warum bist du hier? Da ist so ein Abdruck. Why are you running? What? Nee, aber jetzt, weißt du, jetzt weiß ich, warum der gesagt hat, ich soll hier nochmal alles durchschauen. Er hat mich gesagt, ja, kannst du doch mal alles genau zeigen. Ich zeig alles und ich schreck mich übelst. Aufs allerletzte nämlich. Danke für nichts, das habe ich alles gezeigt. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht um die Uhrzeit, so ein Erschrecker. Schande. Starten wir durch. Nächste Runde. Die ist völlig wieder weg. Boah, Alter. Alter, was laut. Alter. Das Ding ist, ich erschrecke mich nicht oft, gell? Das weiß der Kurt auch. Ja. Nein! Das, nee, tu ich nicht. Das stimmt schon, jedes Mal, ja, außer... wenn wir irgendwas Horrormäßiges schauen, erschrecke ich mich wenig, außer es ist wirklich gut, ne? Dann, ich erschrecke mich immer. Ich erschrecke mich, wenn er sich erschreckt. Ich erschrecke mich dadurch, dass er sich erschrocken hat, weil er neben zuckt, aber sonst. So wie ja, was zuckst du so? Was zuckst du so? Was zuckst du so? Was zuckst du so? So? Ey, voll geil, ich mache hier den richtig krassen Stapel jetzt. Nicht umfallen. Hast du gerade gerülpst? Nein! Ja. Ey, wer nimmt mir hier die Sachen weg? Ich bin fast fertig. Aus jetzt. Alter, schau, was du gemacht hast. Ich war fast fertig. Es war so schön. Auf zu lachen. Weißt du, wie schön das war? Ja, es war fast fertig. Es war so schön. Es war so schön. Ja, es war so schön. Es war der schönste Sommer. Oh Gott, Hilfe. So, jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss ein bisschen näher das machen, das Ganze. Ja, Alter, das geht doch. Ich nehme mir den. Ich borg mir den mal aus, gell? Oh, er fällt! Oh, der ist da reingefallen in die Kiste! Wie geil. Okay, Entschuldigung, ich muss auf bereit klicken. Er hat nur meinen Turm fertig gebaut. Einen Kurt-Turm. Den Eiffel-Kurt habe ich fertig gebaut. Ey, Junge! Der Drache ist jetzt 2 Jahre im Knast. Ja, das ist ja noch nicht bestätigt. Da kommt ja noch eine Gerichtsverhandlung kommt ja noch dazu gerade. Staatsanwaltschaft hat ja auch hier auf Ding eingelegt. Was er auch gemacht hat, auf Revision oder sowas. Jetzt gibt es anscheinend noch eine krassere Strafe für einen Drache. Aber ich glaube, das liegt daran, weil er trotzdem, obwohl er gesagt hat, er will sich zurückziehen, trotzdem weiter Videos gemacht hat. Und die gesehen haben, es bringt sich nichts. Also ich muss sagen, wir haben heute einen Satz noch nicht gehört, gell? Wir haben schon Mittag gegessen. So, meine Sie Liebe. Sind schon zurücktreten. So, meine lieben Österreicherinnen und Österreicher, wir schauen jetzt, was wir hier finden. Ich hoffe, Sie haben alle schon Ihre Impfung und den Impfpass dabei oder Ihre FFP2-Masken, weil sonst gehen wir nicht rein ins Haus. Ja,
Hoffentlich guten Tag, wir machen eine Hausdurchsuchung. Bitte beschlagnahmen Sie nicht Ihren Laptop. Mach mal auf, FBI, da Jungs. Open the door. Hat das wäre kein Schlüssel dabei, oder? Nee. Ja, geil. Das war's mal wieder komplett. Oh, ist das laut. Ich habe meine Taschenlampe vergessen. Ja, super. Das war, was ich vergessen habe. Meine Taschenlampe vergessen. Die hoffen schon, die hoffen. Ja, geil. Jetzt bleibt die schlechte übrig. Ist das die? Nee, ist die eh die gute. Perfekt. Die gute Ute ist übrig geblieben. Rein geht's, Leute. Ich freue mich. Nächste Runde. So, jetzt können wir den Gast ziehen. Jetzt machen wir die Chips in die Kasse lösen. Auf geht's. Ja, hallo. Come on, let's go. Geh doch ins Telefon. Da. Ist die Pizza? Bitte ich um mich. Oh, oh. A5, Ebene 5. Im F5. 5? 5, ja, da hinten in der Ecke. Beim Hirsch da. Da ist die, krieg 5. Hier, genau hier. Ist die Pizza super knusperig. Ja, das Telefon hat er auch gerade gedüngelt, ne? Große Krabbe, Pizza. Große Krabbe. Pizza. Große Krabbe. Also wir haben 5. Könnt ihr mal kurz rausgehen, damit ich fragen kann? Ich geh gerne raus. Ich geh oben. Sounddesigner, sein Nacken. Wir haben Geisterbox. Geisterbox, perfekt. Yes, sir. Alter, wie schnell sind wir denn jetzt in letzter Zeit? Wir sind ein richtig gutes, eingespieltes Team. Also, ich tu mal das EMF-Gerät weg. Wir sind richtig gut, Leute. Wir sind richtig gut. Let's go. Okay, let's go. So, Geisterbuch nehme ich sonst noch mit. Achso, was war falsch? Ich wollte eigentlich, ja, genau. Ja, aber hä? Ich will... Ja, hallo? So, jetzt haben wir das Richtige. Ich schaue nach Fingerabdrücken. Okay, let's go. Ja. Oh, bis jetzt finde ich nix. Fingerabdrücke geschaut? Nee, ich finde nichts. Ich bin gerade am Schauen. Guck mal, ich habe hier einen Foi-Foi. Schön. Was? Foi? Oh, soll. Mach's nicht. Wer hat den Strom angemacht? Der war immer schon an. Oh. Wer hat das Buch? Hat das schon jemand hingelegt? Ich habe das Buch. Ich kann es hinlegen, wenn du willst. Ja, bitte. Das wäre nicht schlecht. Oh, könntest du bitte aufhören, das hier kaputt zu machen, bitte? Wie heißt der Helmut eigentlich? Helmut. Schon wieder. Na, wie heißt der denn? Ich weiß auch nicht. Weiß es wer? Warum weiß nie, wer nicht der heißt, der Typ? Das geh ich mal schauen. Ich glaub, ich hab's so kaputt gemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ja, super. Ganz tolles Kino. One Speed. Hab ich das verpasst, bin jetzt erst da, schaut den Stream nach. 40k noch bis 1 Million. Ja, so ist es. Deshalb Like da lassen, Abo da lassen. Machen Sie Ihren kleinen Stream nur glücklich. Like da lassen und ein Abo da lassen. Komplett kostenlos. Das wäre so geht. So. Nennen Sie den Geist und Kruzifix haben wir aber jetzt. Ein Kruzifix. Haben wir was gefunden? Darf ich? Was darfst du? Was denn? Das? Ja. Darf ich? Ja. Warte, ich nehme noch meine Kamera mit, die Shop und Geisterorb irgendwo ist. Was der Krabbe Pizza ist die Pizza super knusperig. Ah, Ruhe ist jetzt erst. Pizza ist die Pizza super knusperig. Hallo. Könntest du mal kurz die Taschenlampe ausmachen? Das ist. Dankeschön.
Stimmt. Da kann ich schauen, ob dein Mund Orb ist. Costa Krabbe Pizza ist die Pizza, so war Knusperre. Ich hab einen scheiß Ohrwurm, es geht echt immer sick am Sackel, oder? Vor Sackelbacke. Okay. Vor Sackelbacke. Ist jetzt 100% hier, weißt du es, wer? Nage. Ja, die Box war da und die ist. Ich setz hier das, die Kamera hin, ja? Setz sie so hin, damit man das Grüne sieht. Ach so, ja gut, sag das doch gleich. Aber ja, sieht man ja. Doch, alles gut. Ich schau ins Auto. Kleine Spinne für den besten Hund von André Stanek, dankeschön. Danke mal für CP werden vorhin. So, gucken wir mal. Also bis jetzt sich kein Geisterorb. Durch den Regen muss ich pissen. Ja, das ist echt so. David spielt Klavier. David spielt mit Klavier. Hallo David. Nix bis jetzt. Weder Geisterorb noch geht da irgendwer durch. Die Tür geht auf. Oh, die Tür geht auf. Ja. Ich würde aufpassen, die Tür ist gerade aufgegangen von selber bei dir. Klavier dasteht. Klavier. Weil das Problem ist. Mach mal die Taschenlampe aus. Wir müssen schauen, ob er da durch dieses Ding durchrennt. Sagen wir es so ins Buch schreiben. Wie er da hinten steht. In der Ecke. Gleich schmeißt die Tür hinten zu links. Muss da aufpassen. Ja, er flackert alles. Okay. Oh, schau an dir. Ist jetzt so nix, ne? Weil ich weiß noch. Vom letzten Projektor war es auch nur einmal. Schau, mach wieder die Tür auf. Wo hast du dich Zeit? Aufpassen, die Tür geht wieder auf. Ja, ich mach hier Max. Genau, ja. Mach ein bisschen Max, wir schauen zu. Guck, wie süß er ist. Also, die Tür geht immer weiter auf. Da gehst du jetzt auch rein, okay? Kann ich die Taschenlampe wieder anmachen? Das ist echt dunkel. Ja, kannst du machen. Dann passt du auf den Projektor, ich geh auch rein. Ja, passt. Ich schau, ob ich noch irgendwas finde bezüglich Geisterbox, schau ich gleich mal. SLX, danke für den Euro. SLX. Hallo. Haben wir schon die Geisterbox probiert? Ja, die haben wir ja schon. Achso, die haben wir schon. Achso. Dann tue ich die wieder zurücklegen. Ich bin Idiot, ich dachte, die haben wir noch nicht, oder? Ah, Geister. Oh doch, ich bin ein Idiot, Alter. Die haben wir ja schon. Ich habe einen Kruzifix dabei im Fall. Ja, ich auch. Also er war gerade hier, aber. Hat jemand das E. Also das EMF haben wir da 5 gehabt, gell? Ja, ist auch 5 direkt, ja. Das wissen wir nicht mehr. David. 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 Wo ist meine kleine David? David. 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 Wo ist mein kleiner David? Wo ist denn David, mein kleiner Spielgefährte? David, mein kleiner Spielgefährte. Put, 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 put. Weißt du, was ich sicher mitmache? Das hier.
Stromrechnung wird hoch, David. Die Stromrechnung. Ach, David, komm. David, zeig dich mir. David, Stromrechnung wird hoch. Mach deine Lampen kaputt. Das ist das Sound. Je öfter sich außen einmacht, werden die Lampen kaputt im Haus. David, du bist langweilig. Ah, was gehört? David, komm. David? Ja, ja, hier wieder im Wohnzimmer. David, ja, was ist denn los? David, komm. Mach uns mal hier das Ding aus. David, Robin. Ey, das ist irgendwie kaputt, das Ding. Hat das Schandl kaputt gemacht? Ja, ich hab's kaputt. Das heißt, wenn er läuft, ist er aus, wenn er nicht läuft, ist er an. Komisch. David? Weißt du, ich hab extra meinen Kruzifix dabei für sowas. David? Wie funktioniert das Kruzifix? Muss einfach hinhalten, wenn nicht verfolgt. Ah, da kommt was. Okay. Ich hab was gehört. Da kommt was. Wo? Ich hab einen Herzschlag gehabt, ganz kurz. Chandl, hast du noch den für Untersuchen für. Ah. Chandl, hast du das für Fingerabdrücke? David. Gib mir mal ein Zeichen, komm David. Hallo. Ah, okay, David. Perfekt. Musst du durchsuchen. Der war gerade wieder da ein bisschen. David, mein kleiner Junge, ich bin hier für dich. Wir können Spaß haben, oder auch nicht. Aha, der kommt. Ich höre was. Ah, da hinten ist er! Kruzifix! Oh. Kruzifix! Kruzifix! Das Kruzifix! Hast du gesehen? Er war direkt vor uns. So ein Geist war das. Ja. Richtiger Geist. Ich habe das Kruzifix in die Hand gedrückt. Ist das Kruzifix jetzt weg, oder? Hast du ein Projektor gesehen? Gute Arbeit. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix? Ja! Au, Alter, genau. Warst du beim Projektor? Nee. Außer ihr. Das Kruzifix hat nicht gepasst. Ich war aber direkt bei ihm, vor seiner Nase. Ja. Gehen wir nochmal hin. Kruzifix funktioniert bis heute nicht. Ja, wir gehen nochmal hin. Wir schauen uns das nochmal an. Kommt, Jungs und Mädels, wir machen das. Wir holen uns den jetzt, den Geist da drin. I cry, Mix and I want. Danke für 100. Für 100%. Haut 99 Cent raus. Dankeschön. Steht einfach nur 100%. Hallo. Geisti Geist. Ich bin da, um dich zu verwöhnen. Ich bin's, die Katrin. Aha, er hat was gedroppt. Aha. Jungs, Mädels, der Geist ist aggressiv. Der haut mir Sachen in die Fresse. Ich mag nicht allein da rein. Komm, wir kommen. Hallo. Kruzifix! Ich hab ein Kruzifix! Ein Kruzifix! Kruzifix! Ja, toll, hat das Kruzifix funktioniert. Müssen wir das irgendwie hinschmeißen oder so? Toll, ja, toll gemacht. Ganz toll. Wirklich. Mache ich jetzt immer so. Kruzifix einfach. Ja, ja. Benutzt das Kruzifix, haben sie gesagt. So eine Scheiße, ey. Weißt du, dieses Kruzifix ist für nichts da, weißt du? Ich hab's extra gemacht. Ja, komm, lach mich aus. Ist ja gut. Weißt du, für was nehme ich das überhaupt mit, wenn es eh nicht funktioniert mit dem Heimsuchen? Soll ich das in die Fresse? Ich glaube, ich muss ihm das Kruzifix an den Kopf werfen, habe ich das Gefühl. Also nicht in der Hand halten. Ja, guck mal. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich glaube halt wirklich, ich muss dieses Kruzifix hier, ja, aber egal. Egal. Zweite Mal gestorben bis jetzt, passt ja alles. Ach Leute, soll ich mal eine geile Story erzählen? Geht um RLO. Soll ich mal was Geiles erzählen, was passiert ist? Ihr werdet euch den Arsch ablachen. Ihr werdet euch so hart den Arsch ablachen, wenn ich euch das erzähle, diese Story. Eine so geile Story. Habe ich aber jetzt heute erst erfahren. Habe ich heute erst erfahren, die Story. Wir sind ja jetzt gerade 2500 Zuschauer. Vielleicht interessiert das ja die Leute, die noch hier sind. Das ist das Coole. Wenige Zuschauer da, dann weiß nicht jeder. Vielleicht ist das gut, dass ich das vor nur wenigen sage. Dass ich hier nicht eine Welle auslöse. Aber ich kann euch mal was erzählen. Ich habe ja eine E-Mail-Adresse, ne, für Management. Also diese Xion-Management-Adresse. So, passt mal auf. Das ist, die E-Mail geht nicht an mich, das geht ans Management. So ist es. Und, war folgendes. Es wurde jemand von RLO gebannt, ne? Ihr wisst ja, ich banne ja nicht selber. Das machen meistens die Admins. Wir haben ganz viele Admins jetzt auf RLO. Und
dadurch, dass ich eben der Typ bin, der halt der Server gehört, bekommst du natürlich immer volle Kanne ab, ne? Da bin ich immer schuld, wenn wer gebannt worden ist, pipapo. Und von dem Typen wussten wir, dass er Hardcore-Meta betrieben hat und dann noch angelogen hat, aber später hat er dann zugegeben, dass er Meta gemacht hat, ne? So Meta. Also richtig hartes Meta. Und jetzt habe ich E-Mails in meinem Management drin gehabt, die wurden, wurden mir dann weitergeleitet. Und zwar hat dieser Typ, kann ich euch gerne sagen, uns gedroht, er wird den Server down nehmen, er wird uns das Leben zur Hölle machen, nur weil er gebannt worden ist. Voll der kranke Typ und so, ja, ich habe eh noch einen Account, ich werde weiterzocken, den Server down bekommen und ich werde euch auseinandernehmen und ich werde euch das ins Gesicht tätowieren und sowas. So ganz übelst und auch verletzte beleidigt, ne? Und passt mal auf, ich bin draufgekommen, welcher Spieler das war. Und jetzt kommt's, dieser Spieler hat bei uns im Forum sein Auto komplett mit Kennzeichen gepostet. Das heißt, wir haben sein Kennzeichen. Wir könnten ihn jederzeit anzeigen wegen Beleidigung und Drohung. Der hat uns Sachen angedroht, richtig heftige Sachen sogar. Und ich habe mir nur gedacht, wie dumm kann man sein? Wir haben sein komplettes Kennzeichen mit Auto. Wenn wir das jetzt der Polizei geben, mit seinen Beleidigungen plus allem drum und dran, was er macht, kriegt er eine dicke, fette Anzeige. Und da habe ich mir echt gedacht, wie kann man so blöd sein, aufs letzte beleidigen und uns noch Sachen androhen? Das war so dumm, Alter. Es war so dumm. Ich habe das heute erst erfahren. Ich habe es heute gelesen. Und ich habe mir so einen abgelacht. Nee, der Typ, der sein Kennzeichen, der uns aufs Letzte beleidigt hat und droht und sein Kennzeichen im Forum gepostet hat. Ja, vielen Dank, ne? Wir wissen sogar, wo der wohnt. Ich weiß sogar genau, wo der wohnt. Ich weiß, in welchem Ort der Typ wohnt. Und da dachte ich mir, wie blöd kann man sein? Das heißt, weißt du, der dachte so, ja, er kann machen, was er will, wir kommen eh nicht drauf, wer ist. Aber das ist ja so, so dumm einfach, so dumm. Und jetzt haben wir sein Kennzeichen, jetzt könnten wir zur Polizei gehen, könnten wir seinen Namen, seine Adresse rausfinden und dann aufs Letzte anzeigen, was der Typ macht. Aber ist egal, ich find's jetzt so lustig, wollte ich euch nur erzählen, dass es wirklich kranke Menschen gibt auf dieser Welt. Krank. Ich sitze dort einfach nur und mach sowas. Das ist so geil. Jetzt starten wir durch. Guck mal nach oben. Oben gucken. Wir müssen Sachen kaufen, ne? Da, oh nee, bitte sag nicht, dass da irgendwas creepy ist, da oben. Da, komm zu mir. So eine Kerze. Oh, geil. Feuerzeug haben wir noch. Der ist mir nicht aufgefallen, ich schwöre. Der guckt einen nach, ist das creepy, Alter. Räucherstäbchen haben wir noch, Futterapparat haben wir keinen mehr. Soll ich da nochmal hingehen? Ich traue mich nochmal. Hallo? So, jetzt erschrecke ich mich nicht mehr. Nee, aber der Typ war komplett lost, Alter. Warte, ich schau, ob der zurückgeschrieben hat. Ich gehe mal auf die Mail, ich guck mir das an. Weil, wisst ihr, was ich ihm geantwortet... Also, wir haben ihm geantwortet auf sein Kennzeichen. Wer auch Zugriff auf die Mails. Ich guck mir das nochmal an. Hat er zurückgeschrieben? Lass mal gucken. Ja, hat er. Hat er zurückgeschrieben? Das gucke ich mir an. UV-Licht. Ich kaufe noch ein UV-Licht. Gut. Dann bist du mir jetzt einig. Nur ein UV-Licht. Alter, der ist so dumm, Alter. Wie kann man so blöd sein? Lass es einfach. Ja, egal. Sonst stochen wir nur noch mehr auf. Also, wie kann man so blöd sein? Och, da gibt's viele. Nee, der behauptet jetzt doch, dass er auf RLO spielt, aber der tut auch nur Trollen, das ist... Aber ganz heftig, was für Leute gibt. Aber wie gesagt, da habe ich mir halt auch gedacht, das ist so wie T-Bomb damals, der damals gemetert hat bei uns so offensichtlich, wo hinten alles mitgelaufen ist. Weißt du, aufs Übelste beleidigen und so, und dann weißt du genau, Kennzeichen und so, das ist halt... Wenn schon, dann mach's doch richtig, aber poste nicht dein Kennzeichen mit deinem Auto, wo du wohnst. Und dann fang an zu beleidigen und uns zu drohen. Das ist halt das Heftige. Naja, aber es gibt Leute, ihr müsst aufpassen. Es gibt also dadurch, dass wir halt so einen großen Server haben und halt Leute natürlich auch gebannt werden, sind dann immer wir die Arschlöcher. Es ist meistens so. Es sind nie die anderen schuld, es sind immer die anderen, ne? Also es sind immer wir in dem Fall, nie die anderen schuld. Also immer die anderen in deren Sicht, ne? Aber nie die Schuld an sich selber sehen. Wenn man genug Beweise hat sogar noch. Das ist ja. Nee, aber ganz ehrlich. Und dann, ich hab den ja nicht mal rausgebannt, das war ja ganz anderes. Damit habe ich ja nichts zu tun gehabt und ich werde auf Übelste beleidigt. Mit, wir machen den Server down und ich werde diesen Server DDoSen und so. Irgendwie so komplett bescheuert. Nee, aber solche Leute, davon muss ich euch warnen, solche Leute gibt es ganz viele. Und das ist so ein Grund, weshalb wir uns eigentlich die Leute gut aussuchen. Wer auf den Server kommt, aber hast du gemerkt, ja, da haben wir Gott sei Dank den richtigen gebannt. Aber theoretisch könnten wir denn aufs Letzte anzeigen, ne? Aufs Übelste. Könnten wir. No problemoko. Die Frage ist, wollen wir uns die Zeit da rein investieren? Also wenn er wirklich extrem ist, dann mache ich das schon, ne? Ist kein Problem, aber sonst interessiert es mich nicht, wenn der jetzt nur androht und Sachen macht. Aber wenn wir DDoS werden, weiß ich ja, wo es herkommt. Dann weiß ich ja, wo es herkommt. Ich hab doch mal gedrückt, ja.
Ja, aber der hat schon hart gedroht. Also ohne Scheiß, wenn ich jetzt euch die E-Mails zeigen sollte, der hat auf Letzte beleidigt und schon hart gedroht. Mhm. Er meinte, wir sollen seinen Namen, er hat irgendwas gesagt, wir werden dich ausfindig machen und wir sollen seinen Namen uns merken. Solche Sachen schreibt er so, als würde er uns gleich einen Auftragsmord in Haus reinschicken. So hat der Typ geschrieben, also ganz kranke Leute gibt's. Weil er von einem GTA-Server gebannt worden ist. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. das ist unglaublich, was es für dumme Menschen gibt. Es ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Ich sag immer mal alles mit. Also das war von Dummheit bis jetzt nicht zu überbieten. Nicht zu überbieten, Leute. So, aber zurück ins Game. Das Gute ist ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Das heißt, wenn ich wen anzeige mit Anwalt und so, kostet mich das 0 Euro. Ich bin ja rechtsschutzversichert. Wo bist du? Und ich empfehle jedem von euch, wenn ihr eine Firma habt, holt euch den Rechtsschutz als Versicherung. Weil das ist ganz wichtig. Wenn ihr mal ein Problem habt, dann könnt ihr immer komplett gratis mit wegkommen. Also müsst dafür nichts dann bezahlen, weil ihr eine Versicherung habt, wenn ihr mal einen Rechtsstreit seid. Und das ist wirklich sehr gut. Ah, hast du? Wo ist er denn? Wo bist du? Vorhang. Vorhang? Vorraum? Vorhang. Hat er geantwortet? Ja. Oh geil, das nehme ich mit. Wo? Genau hier? Geisterbox hat er geantwortet, jetzt, ja. Und da. Ja. Warte, dann check mal ab, ob da irgendwo ein Orb... ein Orb ist. Ich stell hier meine Kerze hin. Könnt ihr mal die... Aha. Auf wie viel? Drei. Blas die Kerze aus, komm. Der ist aber schnell da, der Geist. Der war ja heftig schnell am Struggeln. Blas die Kerze aus, mein Freund. Schreib ins Buch. Kein Geist aber bis jetzt. Schreib ins Buch. Mhm. Ich stelle die Kamera mal hier auf, ja? Er hat nämlich da die Tür aufgemacht. Ja. So müssen wir gedacht, oh. Da haben wir vielleicht Gefriertemperatur, nicht? Schau mal. 8,4, 10. Ich glaube, wir müssen den Strom anmachen. 9,4, 8,6. Ah, hier wird's kalt hier drin, ja? Hier mal 5, irgendwas. 4,2. Wo wird's kalt? Ja, hier wird's kalt, 3,5. Hier ist am kältesten, hier im Vorraum gerade. Bis jetzt. Aber nur 3 Grad, also nicht Gefriertemperaturen. Alles. Schreib ich nicht drüber. 5,5, 4,5. 4. Also hier jetzt 4. Ah, er ist durch Salz. Er ist durch Salz. Ja. Ah, okay, aha, Abdrücke. Abdrücke. Das sind Fußabdrücke, keine Fingerabdrücke. Ja, aber das sind trotzdem Fingerabdrücke. Nee. Doch, Abdruck ist Abdruck, das ist egal. Nein. Hey, doch, das ist nur eine Scheiße über sich. Ja, klar. Nein, wer ist im höheren Level? Oder ich? Ja. Wenn du meinst. Die Abdrücke gehen nämlich wieder weg, die gelten nicht. Aber ist okay. Hä, hey, aber bis jetzt hat es immer so funktioniert. Hier kommt. Fingerabdrücke musst du schauen. Ach so. 3,8. Nee, keine Gefriertemperaturen weit und breit. 2,6 ist das Gefriertemperatur? 2,4? Nee, er ist minus. Schreib ins Büchli. Hat jemand das jetzt UV eigentlich nur? Oh, warte. Geisterbox bis jetzt, oder? Hat jemand das UV? Ja. Ja. Du hast das. Okay, alles klar. Da schreibt wer bei EMF3 hat das eine 50-50 Chance, dass es EMF5 ist. 0,7 Grad habe ich gerade gehabt. 0,7. Ja, fast. Zeig dich, gib mir ein Zeichen. Wie geht's? Was läuft bei dir? 0,9. Bist du in Schule? Ah, hast komm. Eine Arbeit? Zeig dich. Wo bist du? Zeig dich. 0,6 gerade.
Wo bist du? 2,2. Wie heißt der noch schnell? Zeig dich. Zeig dich. Clark, irgendwas. Clark, 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 Clark. Clark, 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 Clark. Nee, hier drin hat es wirklich am meisten. Aber keine Gefriertemperaturen, alles 1,6, 0,9 und so. Hopsi. Gib mir mal das UV-Ding, ich geh mein ganzes Haus ab. Man weiß ja nie. Ich glaube, der wandert wieder. Aber so das Feeling. Ab 0 Grad ist Gefrier, okay? Ich hatte halt 0,9 Grad. Wer hat gerade Hey gesagt? Wer hat gerade Hey gesagt von euch? Ich nicht. Ich nicht. Ich auch noch. Ich habe nämlich gerade ein Hey gehört. Mhm. Ich habe es, glaube ich, auch von Weitem gehört. Ja. Wo bist du? Boah, mich, mir hat da gerade auch was eingeflüstert. Ja. Hilfe. Er sagt auf jeden Fall was auch noch. Zeig dich. Kuckuck. Wo bist du? 1,8. 12,5. Wo bist du? Miau. 7,4. Miau. Ja. 4,4. 3,4. Hast du die Kamera? Die Videokamera? Ich hab die da aufgestellt, ja. Die steht da. Ich kann so mal gucken, ob da was ist, aber... Wir haben Orb. Orb, okay. Positiv. Kenne vor. Okay, wir haben Geister-Orbs, haben wir. Ja. Also ich hätte noch gesagt Fingerabdrücke, aber das wollen ja die anderen nicht. Zeig dich. Hat wer ein EMF? Ah, du hast EMF wieder, jawohl. Zeig dich. Minus 1 Grad, minus 1, ich hab's. Minus 1 war. Gefriertemperaturen. Dann haben wir, es ist ein Onryo schon wieder. Mhm. Ja, minus 1 zeigt er mir auch jetzt an. Was müssen wir noch machen? Schauen wir mal. Das heißt, wir müssen alle rein und Party machen. Ja, wir gehen rein und machen Party. Ich nehme die Räucherstäbchen mit im Fall der Fälle. Hat wer die, Was habt ihr jetzt als Hat er ein Feuerzeug für mich? Gefriertemperatur. Hat er ein Feuerzeug? Ein Gefriertemperatur. Muss doch hier irgendwo liegen, oder? Ja, ich sehe keins. Das ist. Mh. Hast du nicht die Kerze am Puppen mit Feuerzeug? Ja, ja, aber ich hab dann müsstest du sie haben, oder? Dann liegt im Eingang. Ah, danke. Kann sein, dass drin liegt. Komm. Komm! Feuerzeug. Ich finde kein Feuerzeug. Wo ist denn das? Muss doch hier irgendwo liegen. Ja, ich brauch's halt. Du hast die Kerze hier angezogen. Hier? Okay. Ja. Komm raus, du Viech. Bist du sicher, dass das nicht dich. Da. Irgendwo. Na ja. Dann sterbe ich halt hier irgendwo weg dann. Oh, du die Katze miauen bei dir, süß. Ah, er kommt. Oh, oh, hey, boy, komm. Oh. Boy. Boy. Nein, nicht ich schon wieder, warum immer ich? Gut, ich bin auch reingerannt, ich meine, das hat auch einen Grund, ne? Es hat auch einen Grund. Oh nee. Das scheiß Feuerzeug, das kann ja nicht sein, ich hab's nicht mehr. Ja geil, ich wollte das Feuerzeug haben, dass ich das im Notfall anzünden kann. Dann wäre der nicht weggerannt, weißt du? Dann wäre der weggerannt. Egal. Egal. Lukas Gaming, kennst du mich noch? Wohl. Der ist für dich an dieser Stelle. Oh. Nee, wenn die Tür offen ist, ist der Geisterraum am Anfang. Wie meinst du? Du. Wo bist du? Ich war ja eigentlich am Feuerzeug suchen, aber das ist halt wirklich spurlos verschwunden. Wie viel brauchen wir noch? Das spurlos verschwundene Feuerzeug, das können wir uns schon mal... Aber ich schau mal, wo der Geist hin ist, der muss ja hier irgendwo umstreuen. Ja, wo ist das Feuerzeug? Er sucht doch immer. Gute Frage. Ist ja nirgends der Geist. Du hast jetzt eigentlich als drittes nichts, oder? Bis jetzt. Wow. Ja, einfach in den Reihen. Ja, bin ich weiß. Ich wollte mich nämlich eigentlich da irgendwo noch verstecken, aber das Problem ist der Kasten hier, der ist leider zugeräumt. Gefriertemperatur. Jetzt das Problem. Ich wollte eigentlich in den Kasten reinrennen. Hinter der Kamera.
Ah, hinter der Kamera hier. Hier hinter der Kamera meinst du, oder im... Tatsächlich, Alter, da liegt's doch. Hinter der Kamera lag es. Oh mein Gott, wie konntest du das sehen, Alter? Mr. Black Op? Black OP oder Black Op? Wie konntest du das sehen auf die Entfernung? Hä? Alter, wir sind ja voll blind. Ja, ehrenhaft. Ja, da liegt's einfach. Es liegt einfach da. Ehrenhaft, Alter. Ehrenhaft. Ja, Hobbs ist gestorben, oder? Ist Hobbs. Ah, ne. Ja. Hobbs ist tot. Das ist lustig. Alter, der Nackenbruch. Ich hab kein Foto mehr frei. Oh, der Nackenbruch aktiv am Start. Komm raus, bevor... Los, komm, wir gucken mal nach den Stats. Hä? Achso, da bist du. Ja, hallo. Ja, jetzt glaube ich, haben wir... Ja. Die haben mich ziemlich ausgelacht da drin, ne? Ist aufgefallen. Genau, ey, schau. Mir fehlt noch. Mhm. Ach doch. Nee, schau, da, okay. Alles abkackt. Also, der Hobbs ist... Ich bin sehr froh drüber. So. Wenn du in der Camping-Map bist, dann mach mal auch mal das Lagerfeuer an und dann schau in den Wald. Ah, das war das perfekte Ende. Aber wie kriege ich das Lagerfeuer an, Rodin? Oder Rodin? Ich soll in den Wald schauen, okay. Das machen wir. Schandl hat ja gesagt, wir sollen auf die Lagerfeuer-Map gehen. Und wir sollen das Lagerfeuer dann anmachen. Und dann in den Wald schauen, hat er gesagt. Kann man das anmachen? Ja, das müssen wir. Anscheinend kann man das anmachen, okay. Dann passiert irgendwas. Alles klar. Ja, perfekt. Ich schau nochmal hier rein. Hallo, die Katrin. Ah, die Katrin ist auch dabei. Perfekt. Katrin. Und hier ist auch die Katrin drin, habe ich gehört. Hallo, Katrin. Tschüss, Katrin. Und hier haben oben ist auch die Katrin. Erschreckt mich jedes Mal. Ich war schon da und habe mit ihr geredet. Die ist halt echt hässlich, deswegen erschrecke ich mich so. Ja, ist schon hässlich, hast du recht, ja. Kommt da eigentlich wer raus? Das ist ja perfekt. So, ich gehe mal auf zurück und bereit. Aber haben wir eh die richtige Map jetzt ausgewählt, ne? Ja, die Camp. Ich frage mich, wie man das am besten macht mit dem Anzünden. Spielt Andl der Teppich auch mit? Andl ist heute leider nicht dabei. Andl ist heute auf Klassenfahrt. Andl die Ente? Andl ist heute auf Entenfahrt. Die Kirmes ist in der Stadt. Andl muss beim Entenziehen dabei sein. Andl ist von der Ente beim Ziehen mit einer ganz schlechten Nummer. Er ist dann die Null. So, wer ist auf Matze? Du musst auf Bereit klicken. Ja, ich bin gerade noch am Shoppen. Ach so, am Shopping. Ich shopp noch. Am Shopping-Kanal. Okay. Ja, voll geil. Aber viele gesehen im Chat, okay. Ja, ich war halt mal wieder komplett weg. By the way, das Feuerzeug lag auf dem Tisch oben. Im Van drin. Hinter der Kamera lag's. Wir haben es nicht gesehen. Haben wir den Chat drauf hingewiesen. Ja, doch, ich hab's auch nicht gesehen. Und wir suchen's im Haus, geil. Ey, wir machten das. Was soll denn das? Schandl, was soll denn das? Schandl! Hör auf damit! Ich war fast fertig. Das war alles weg. Hör auf damit! Was soll denn das? Alter, ich mag nicht mehr. Geht das eigentlich da durch? Nee. Schade. So, sind wir auf ready jetzt? Jetzt sind wir alle auf bereit, perfekt. Du solltest öfters live sein, da gebe ich dir recht. Jeden Tag Livestream. Ja, schon schön, jeden Tag zum Livestream, ne? Oder jeden zweiten Tag ein Livestream, jeden zweiten Tag ein Video, dass ich das so ein bisschen ergänze, dass jeden Tag ein Content kommt. Der Content-Hund. Sollte ich es eigentlich am liebsten? Jeden Tag Content, jeden Tag. Also einmal ein Video und einmal ein Livestream. Muss ich ehrlich sagen, dass das am besten wäre. Aber zeittechnisch kommt es gerade nicht hin. Müssen wir mal gucken. Schon wieder Kruzifix und, oh Mann. Haben wir schon wieder keins? Hat schon wieder keiner den Kruzifix gekauft? Nee, wir hatten einen. Warte, und wie machen wir das Lagerfeuer an? Mit der Kerze oder wie? Weiß das wer? Keine Ahnung. Ich nehme zur Sicherheit mal die Kerze mit, ich schau mal. Ich nehme mal den EMF. Hallo, ich bin's, die Katrin. Die Leute sagen, wir müssen das Feuer anzünden. Hoppala. Das Feuerzeug liegen lassen. So. Andl die Zigarette, ja. So, wie zünde ich das jetzt an? Mit E vielleicht? Dann muss ich wirklich zuerst die Kerze anzünden und dann... Ah! Kerze!
wusste ich, kann ich da rein? Oh, wie schön! Und dann gesagt, wir sollen in den Wald gucken. Ja, der Wald ist überall, oder? Ja, aber da drin ist, oder hier irgendwo ein Wald. Die haben gesagt, Lagerfeuer anmachen und in den Wald gucken. Da hinten ist was? Ist da hinten was oder sehe nur ich das? Wie haben sie das zusammen gemacht? Ich glaube schon, dass die. Mit einer Kerze. Kerze, ja. Jeden Tag live wäre geil. Ja, aber das ist zeittechnisch kacke, wenn ich am Server mal werkeln will. Deshalb sage ich jeden Tag Content, dass halt einmal ein Video kommt und einmal ein Stream wäre vielleicht nicht schlecht. Da hinten steht was. Ne, hat wer eine Kamera? Da hinten steht was, ich schwöre. Hat wer eine Kamera für mich? Da steht doch was, oder? Ja, da, da hinten irgendwo, oder? Oder nicht? Ja, die haben gemeint, wir sollen das anmachen. Musst du ins Bild laufen! Warte, ich schau sonst mal, ich schau sonst mal zurück. Ich suche sonst, ob ich irgendwo ein Foto oder so finde. Eben gesagt, wir sollen das anmachen und dann in den Wald reingucken. Ich weiß nicht, ob ich gerade verarscht werde, aber ich vertraue euch mal. Aha. Okay. Vielleicht in den Wald hier? Nö, ich sehe nix. Passiert nur manchmal, aber dann kommt Slenderman. Was? Slenderman? Es gibt einen Slenderman in Dings? Das glaube ich nicht. Kann man da irgendwo ranzoomen, dass man hier... Nee. Ranzoomen geht man nicht mit der Kamera. Aber Slenderman kommt dann. Das wäre ja geil, wenn das passieren würde. Aber ob es stimmt, weiß ich halt jetzt nicht, ne? Gib das uns mal weiter an die Jungs und Mädels. Noch das Buch mit. Die Friertemperaturen können wir damit lesen. Ja, perfekt. Gut. Aber kommt nur manchmal, sagt ihr. Ja, ist trotzdem sau creepy. Oh, jetzt habe ich meine Taschenlampe liegen lassen. Mein Gott, bin ich blöd. Ich bin ja so ein Blödel. Ja, komm. Ja, bis jetzt ist nichts. Also in dem Wald, also ihr müsst mir sagen, wo genau das ist. Da steht Adrian Messerschmidt. Ich wollte Danke sagen, Eri Loma, eine geile Zeit und das Gespräch mit dir auch. Mach weiter so und Top RP, denn noch verstehe ich zwei Worte für den Bann nicht. Aber danke, mach weiter so, Kuss. Du wurdest gerade gebannt oder was auf Eri Loma? Was hast du denn gemacht? Weil ich bekomme das ja nicht mit, was ihr macht. Weil lass mal gucken. Der Messerschmidt. Das war auch der alte Opi. Kommt mal zum See. Das schaue ich mir jetzt aber an, warum du gebannt worden bist, Brudi. Warst ja relativ korrekt immer. Das schaue ich mir mal an. Herr Messerschmidt. Meta-Fail-RP und RP-Flucht hast du bekommen. Steht im Dings drin. Was hast du denn gemacht, Bruder? Ich sag so, ohne Grund wird bei uns hier keiner gebannt. Wolltest du bitte gemeta, Brudi? Wir haben ja erst ein Gespräch gehabt wegen Meta, wo du jemanden gesagt hast, dass der anscheinend Meta hat. Also Meta kann ich mir jetzt auch nicht so unbedingt vorstellen, dass da was ist. Aber das würde mich mal echt interessieren, weil ich fand dich ganz lustig immer im RP. Ne, da ist nichts. Steht nichts im Wald. Also das ist schon sad, weil der Herr Messerschmidt, das war den, den wir immer gesucht haben, den alten Opi. Nö, also ich sehe hier keinen Slenderman. Vielleicht im Wald drin? Nee. Ich meine, ich habe vor kurzem erst nur ein Video gesehen, wo jemand RP-Flucht begangen hat, aber das war wer anderes. Der hat auf den Poppes bekommen, weil er mit Absicht sich ausgelockt hat. Und dann halt, wie wir sehen, wenn jemand sich ausloggt oder jemand einen Game-Crash hat. Und er meint, er hat einen Game-Crash gehabt und ist dann nicht mehr online gekommen. Aber wir haben gesehen, dass er von selbst gelieft ist. Und deshalb hat der einen Perma-Ausschluss bekommen. Weil wir sehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Crash bekommt, wir bekommen sogar den Error-Code zugesendet, welchen Crash derjenige hatte. Und wenn das nicht der Fall ist,
ist es so, dass man sich eben, dass man von selber rausquittet. Und das hat er damals nicht zugegeben und der hatte dann einen Ausschluss gehabt, weil er eben irgendwen angelogen hat, deshalb. Nee, ich finde das nämlich auch schade, dass er weg ist, weil, ja genau, die Maske haben wir schon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sein, unsere Admins, die schauen schon drauf, dass die Leute wirklich korrekt spielen und ich finde, es gehört so eine Fairness rein. Er hat gar nicht gemietet, das ist ja auch, und RP-Flucht wurde entführt, dann hat der Cop gesagt, ich kann gehen, ist fertig und dann bin ich schlafen gegangen, weil ich OOC einen Termin hatte, aber Cop hat. Ja, aber dann können wir darüber noch reden, Bruder. Wenn du mir das genau erklären kannst, können wir ja drüber reden. Oh, da ist ja ein Dings. Ich frag's uns mal an, was da vorgefallen ist. Weil ich weiß jetzt gerade von gar nichts. Weil das wär schade, weil der Messerschmidt war schon lustig. Und wir haben ja ein schönes Gespräch gehabt, wir zwei. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du jetzt irgendwie scheiß Meter betrieben hast oder so irgendwas. Ja, bitte? Ich schau's mir danach im Stream an, Bruder. Alles gut. Ich schau mir deine Vorwürfe an, was da los ist. Hört man mich? Nein. Jawohl. Ja, krieg ich eine scheiß Antwort, jetzt wäre ich aber aggressiv. Was für eine Antwort brauchst du genau? Ich hab grad geredet. Ja, bitte. Ich frag die ganze Zeit schon, ob du das fucking Feuerzeug hast. Nein, ich hab's zurückgetan in den Van. Danke. Bitte. Bei mir ist auch nix. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht liegt's am Lagerfeuer. Ja, Adrian, weißt du was, Adrian, ich sende dir eine FA. Dem Herrn Messerschmidt sende ich eine FA und wir talken dann, weil das würde ich auch geklärt haben, was da genau vorgefallen ist. Weil du sagst, es stimmt nicht. Sag so, ich vertraue dir mal in der Hinsicht. Aber mich halt echt wissen, was da vorgefallen ist, wenn du mir das so sagst. Ah, schauen wir gleich mal. Ich habe den FA gesendet. Dann können wir nach dem Stream gerne reden. Dann klären wir das schnell. Weil das ist schon schade, wenn du weg wärst. Für etwas, was du vielleicht nicht gemacht hast, weißt du? Weil ich wüsste jetzt auch nicht, was du genau gemacht hast, aber ich frag mal nach. Wie gesagt, ich bann ja nicht die Leute. Die Leute denken immer, ich bin da böse, ich bann immer die Leute raus. So ist es ja nicht. Wir bekommen einfach Reports in unser Ticketsystem. Dann wird das erstmal bearbeitet von irgendeinem Admin und der entscheidet dann halt raus oder nicht. Aber ich kann mir halt beim Herrn Messerschmidt nicht vorstellen, weil da halt nie was negativ aufgefallen ist in dem Zusammenhang. Wie gesagt, ich jetzt halt nicht weiß, was ist, ganz klar, aber ich würde das gerne nicht so klären, ne? Dürfte man auf RLO auch Cartman spielen? Oh, da ist er gestorben. Cartman? Eric Cartman? Du meinst Eric Cartman? Nein, Mietz, mein Frikassee! Hi, Kyle, mein Name ist Eric Cartman und ich find's richtig geil. Ach, shit, ein geil, Alter. Hey, ich bin Eric Cartman von South Park. Kyle! Kyle! Nein, Mietz, mein Frikassee! Also theoretisch kannst du die Stimme nachmachen, wenn du halt den Namen änderst. Ja, klar. Darfst halt nicht Eric Cartman heißen, könntest zum Beispiel Thomas Cartman heißen. Aber halt keine bekannten Personen. Sag mal, wo ist er jetzt abgereckt? Da hinten in der Ecke? Ja, hier im Scheißhaus. Im Scheißhaus ist er. Oh, der ist im Scheißhausgeist, wie geil! Minus 6 Grad Gefriertemperaturen, Jungs! Jungs, ja, Gefriertemperaturen! Ach so, was haben wir noch alles? Nur nix. Und nix? Ja, 1,5 bis 2 im Ausfahren. Oh, die Dusche ist an, guck mal. Männer duschen wir zwei. Auf eine Runde Mannsdusche. Ich schau, ob da noch irgendwo Abdrücke sind, so Fingerabdrücke, dies, das. Ah, da war gerade wieder was. Ich mach hier mal zu. 2,5, ja. Was ist gelb, EMF? Ja, gelb ist EMF. Mittwoch Ausschlager. Oh, das wär's mal drin. Ich bin da drin. Bist du in der Kloschüssel? Hallo. Der Arschgeist ist das, der Scheißhausgeist. Das ist ja wirklich geil. Vielleicht auf der anderen Seite, da gibt's ja noch einen. Die Carmen! Mensch, und der Robert, der ist auch dabei. Also hier ist nix, ne? Ne, gar nix.
Ist das Mädchenklo, hier ist nichts los. Also Gefriertemperaturen und sonst gar nichts. Ist ja kacke. Boah, ich würde übelst ganz Slender sehen. Schandl? Mhm. Ihr habt bis jetzt nur Gefriertemperaturen, sonst gar nichts. Mhm. Ist ja voll der Scheiß. Robert! Robert! Mann, Scheißhausgeist ist halt auch mal was Neues. Was könnten wir sonst nehmen? Also ihr habt die Kamera wegen Geisterorbs. Sonst tu die mal irgendwo hin. Salz müssen wir machen. Könnte ich hier mal ausstreuen. Ich könnte das Geisterbuch hintun. Ja, ich hab's eh schon gesucht. Ach so, ja, ich muss mal. Ach so, ja, ja. Ne, es müsste im Ding sein. Ich hab's zurückgeworfen. Eigentlich müsste das Geisterbuch irgendwo drin sein, oder? Das liegt doch hier im Boden. Was hat sie für ein Problem? Ich hab's eh wieder zurückgelegt. Ich hab's eh zurückgelegt. Oh nö. Ah doch, hab's Geisterbuch, weißt du. Ich hab's Geisterbuch, aufpassen bitte. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Geisterorbs. Hm. Ja, ich hab's. Schreib ins Buch. Der schreibt nicht ins Buch, der Scheißhausgeist. Ja, es braucht doch ab und zu. Ich schau nochmal durch, ob ich irgendwo noch was finde. Unbedingt sehen, dass hier irgendwo ein Slenderman rumläuft. Ich hab gesagt, wenn ich das anmache, kommt der Slenderman. Im Wald soll ich ihn sehen können. Aber wir sind ja nicht im Wald, ne? Wir sind ja in der Mitte des Waldes. Ist da hinten was? Ist da hinten? Sehe ich da hinten Slender? Nee. Ey, bitte verarsch mich. Leute, gibt's wirklich einen Slender jetzt? Der einen angreifen kann oder so? Weil dann hätte ich wirklich Schiss, weil ich habe Angst vor Slenderman. Weißt du, was geil wäre, sowas wie ein Fernglas, dass man gucken könnte, ob hier wirklich was kommt. Er ist durchs Geist gelaufen. Nö, ich sehe nichts. Also bis jetzt kein Slender. Schau mal überall am Zaun in den Wald, habe ich schon gemacht. Überall im, achso, überall im Wald soll ich über den Zaun gucken. Und dann kommt irgendwo ein Slender oder sagt ihr so, ne? Dann mache ich das mal. Auf Ehrenbruderbasis. Muss nur aufpassen, dass mich der Geist nicht bekommt. Aber ich soll überall im Wald über den Zaun gucken. Wehe, er verarscht mich. Wehe, ich werde hier verarscht. Und dann ist doch nichts da. Bis jetzt sehe ich nichts. Wer hat ihn? Nee, da siehst du ja nichts durch. Also ich glaube nicht, dass da was ist. Wer hat was? Ja, den gibt es wirklich. Alter, wie creepy. Ist ja voll creepy, Alter. Jetzt gucke ich mal in den Wald. Mach dir mal die Tür auf und zu sehen. Hallo. Voila. Bist du erschrocken? Entschuldigung. Vielleicht hier? Also wenn, dann würde ich Stender hier warten. Das werde ich, guck mal, das fand ich schon beim Ankommen so creepy hier. Hier dieses, dieser Weg hier einfach. Nee, aber weit und breit kein Slender, Leute. Entweder ich bin blind oder blöd auf beiden Augen. Oder einfach nur blöd. Ja, google mal. Okay, nee, ich vertraue euch, ich vertraue euch. Es gibt einen Slender anscheinend, ja. Wenn schon der ganze Chat schreibt, es gibt ihn, dann, aber es ist halt sehr creepy irgendwie. Ich weiß, aber angreifen kann der mich nicht, oder? Wenn ich mich nicht angreifen kann, ist mir das relativ furzegal, ob es Slender gibt. Weil ich habe Slender gespielt, das ist schlimm, das Spiel. Ich mag den Typen einfach nicht. Aber hier könnte er vielleicht noch sein. Hier habe ich noch nicht geguckt. Hier hinten vielleicht irgendwo ein Slenderman. Slender! Slender, Slender, Slenderman. Nee. Auch nix. Aber das Ding ist ausgegangen. Das Feuer ist ausgegangen, vielleicht deshalb. Nö. Nee, ich sehe ihn nicht. Also wenn, dann müsste er ja von hier irgendwo sein, weil hier kann ich durchgucken. Oder da hinten irgendwo. Obwohl, die Cable macht Night Vision an. Stimmt eigentlich. War eine gute Idee.
Den würde ich schon, Alter, den würde ich echt gerne sehen, den Slenderman. Ich will sehen, wie der aussieht in dem Spiel. Da fragt der Cookie ist weg. Wusste ich gar nicht. Ne, Cookie ist weg. Aus dem folgenden Grund, weil Andel das PD übernommen hat. Aufgrund dessen, dass das PD nie gelaufen ist. Und, wo ist denn, hat wer eine Kamera von euch? So eine Videokamera? Ich glaube schon. Nee. Die ist im Klo. Okay. Oh, da kommt ja was. Nee, und Andel hat das im RP ausgespielt, dass da eben das PD aufgeräumt wird. Und das war halt alles RP-technisch geplant, dass der da reinmeddelt und halt das, das Polizeipräsidium neu übernimmt, ne? Und, oh, da geht gerade was drauf. Tschüss! Oh, wir haben ein Foto davon, das ist schön. Davon machen wir auch ein schönes Foto. Und ich glaube, das hat ein paar Leuten nicht gepasst und PCW, ein paar Leute waren darauf pisst. Es waren insgesamt zwei Leute. Davon war Cookie einer davon und Cookie schreibt man nicht mehr zurück. Finde ich auch ein bisschen schade. Ja. Und es wurde das ja keiner vom Server geworfen oder so. Jetzt. Hallo. Ja, bitte. Geht niemand was an? Doch, doch. Das dürfen sie schon wissen. Nee. Ah, doch. Ich komme nicht hinter mir raus, sah geil. Oh ne, ich werde angegriffen. Nein. Warum werde ich angegriffen? Ich habe gar nichts gemacht. Du wirst ja gerne angegriffen. Warte, ich. Tschüss. Man sieht den Geist ja gar nicht mehr. Was ist denn eine Scheiße eigentlich? Oh, ich habe kein Foto mehr frei. Schade. Hätte gern abgedrückt. Ja, super. Aber wir haben jetzt alles, oder? Nee, eben nicht. Oh, scheiße. Das wusste ich nicht. Ich wollte nur Slender sehen. Jetzt haben wir alles. Oh, perfekt. Ein Revenant. Ein Truck von Truck links aus. Hier. Hier links. Oha, da geht ja was im Wald. Oder? Vom Truck links aus. Oder hier hinten links. Nee, ich sehe das aber gerade nicht in Slender. Der ist rechts, aber mir ist vollkommen, ich habe da kurz was gesehen vom Truck links aus, hier. Und hier soll was sein, hier drin, im Wald. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht reingeben. Hat 4 Punkte, wo er spawnen kann. Ach so, es gibt 4 Punkte. Ja gut, dann finde ich den eh nicht. Ja komm, wir fahren, bevor jetzt da noch drauf gehen. Es gibt 4 verschiedene Punkte, ja gut, das ist halt. Es muss aber an sein beim Lagerfeuer, ja. Das machen wir dann sonst mal ein anderes Mal, weil da jetzt zu suchen, bis wir einen Slender haben. Uiuiui. Gut. Jetzt haben wir eh ganze 3 Stunden haben wir jetzt gezockt. Ich würde eh mal vorschlagen, dass wir brauchen mal Schluss machen. Ich wollte mal Abfahrt machen. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch, hat echt richtig mit viel Laune gemacht. Die Dame muss ich auch nochmal besuchen. Hallo Katrin. Tschüss Katrin. Und ja, hat euch auch Spaß gemacht, ich hoffe. Ich hoffe, ihr hattet den Spaß eures Lebens. Gut. Wollt ihr noch was sagen? Sag goodbye zum Geweih. Bye bye. Tschüss. Tschüss Rainer. Tschüss Rainer. Bis dann Rainer. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann das später. Das Apple sagt da tschüss. Ach, ist das schön. So. Liebe Leute, ich würde sagen, da gehe ich hier nochmal durch. Draco haut 1,90 raus, dankeschön. Und GamerGeek auch nochmal. Kannst du mir nur PS Abuni auf die. Abuni auf die. Aber das kann ich hier nochmal das machen, ne? Ja, cool. Abuni auf die, weiß ich nicht, was Abuni auf die ist. Hier gönn dir, du Geringverdiener. Dankeschön, Mr. Fister. Beste Name iOS an dieser Stelle. Sivias, kennst du mich noch? Furz. Nee, es gibt jetzt cool statt Furz. Wann kommt wieder Meister Rumpe? Grüße aus Tirol. Also schöne Grüße aus Tirol. Der Meister Rumpe, der kommt wieder, wenn es soweit ist. So sieht's aus. Seit random. Lukas Gaming, kennst du mich noch? Wohl. Genau, perfekt. Habe ich das vorgelesen. Ja gut, also es gibt 4 Orte, wo er spawnen kann. Das werde ich mir fürs nächste Mal merken, wenn wir nächstes Mal auf Slenderman-Jagd gehen, okay? Machen wir das so. Da habe ich das Gefühl, es ist gescheiter. Ist, glaube ich, gescheiter so, oder Leute? Nächste Mal auf Slenderjagd.
So, ich hoffe, ich habe heute alles vorgelesen. Wenn nicht, ich gehe nochmal extra durchschauen, weil letztes Mal hat mir gesagt, ich habe was nicht vorgelesen. Aber ich glaube... Nee. Den Herr Petersilie habe ich auch vorgelesen. Christina mal vorgelesen. Den William mal vorgelesen. Nee, ich habe heute alles vorgelesen anscheinend. Mhm. Ja, doch. Mal vorgelesen hier. Pidox, das war vor 2 Tagen. Gut, ich habe alles vorgelesen. Perfekt. Schau, geht doch. Wer sagt jetzt wieder, ich habe was vergessen vorzulesen. Dann kriege ich einen Anfall. So. Wenn du in die Einstellung gehst und dann Video-Settings und die Helligkeit auf 5% hast, siehst du viel besser. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, Bruder. Hast du recht. Grafikeinstellungen. Und dann sagst du auf... Hier Helligkeit auf wie viel Prozent? 5. 4 geht nur bei mir. Naja, so viel besser sehe ich nicht, Bruder. Oder muss ich auf Anwenden drücken? Ach, aua! Ja doch, man sieht besser, hast recht. Ja, du hast recht, das ist 1000 mal besser. Ey, da sehe ich ja hier alles, was hier hinten ist. Da ist ja nichts in dem Raum, guck. Der Spalt ist nur, dass man sie erschreckt. Ist ja assi. Werde ich mir merken. Jetzt sieht man den hier auch oben viel besser, guck. Sieht man den hier auch ohne Lampe? Ach, das check ich jetzt aber ab. Aber dafür ist ja alles der Screen so richtig hell. Aber das gucke ich mir nochmal an hier. Aber der... Na, da sieht man nicht genau sein Gesicht und so. Das ist schade. Sonst kann ich hier nochmal das Skelett aufmachen, guck. Das ist schon creepy in irgendeiner Form. Gut, ich gehe noch ein paar Leute durchgrüßen, die noch dabei sind. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Schluss, ne? Grüße noch durch, wenn noch aktiv ist. Grüß mal, It's Player 4D, Days, Night, Sofall, alles wieder, Peace mal durchgehen hier, genau. DJ Mike, O. Olbrecht, dann Michael 107, Xenomedy-Fan, dann den Kann, grüß mal, immer dabei. Robert Thiemann, grüß mal auch. Den Marcel 1909, grüß, 1908, Entschuldigung, 1909, warum mache ich das im Kopf? Raffi Randi, danke für 1,90, Grüße gehen raus. RLO 2.0, wann kommt wieder Polizei in RLO? Das habe ich dir gesagt, das kommt bald wieder. Es kommt bald wieder. Lukas Gaming, grüße ihn raus, ist ja auch VIP. Der Internet Kurt wird gegrüßt. Der King Schatten, grüß mal Ehren, grüß mal Mr. Brody, grüß mal Hassan, grüß mal Milo AD, grüß ich K005S, grüß mal Andi, grüß mal Simon, grüß ich Justin Pistolen, Aim Profi 1.7 Reaction, grüß mal als VIP. Ich mag Bäume begrüßt, kannst du mich bitte grüßen? War ein echt geiler Stream und tolles RP. Das war heute wirklich ganz krasses, heftiges RP, was wir gemacht haben. Ganz krasses RP heute. Ganz krasses RP. Sarina Arnold wird noch gegrüßt als VIP. Zockergirl 1.7 als VIP. Und AMC Rider noch als VIP. Genau, Michael 1.7 auch noch als VIP. Auch schon seit einem Jahr dabei, jawohl. It's Player 4D haben schon gegrüßt, genau. Ruhig. 4D in deutsche Variante. It's Player 4D, wirklich. Aber dann, müsstest du heißen... es ist Spieler 4D, oder? Weil It's Player 4D hört sich doch dann falsch an. Dann müsstest du wirklich It's Player 4D heißen. Oder, ja. Es ist Spieler 4D. Ja, erstmal umbenennen den Namen, ne? Auf alle Fälle, Bruder. Zockergirl, dann sehen wir gegrüßt. Genau, Mafu 666 grüßt man noch als VIP. Face Kiano 09 grüßt man. Cyanbear 20 Brockhaus grüßt man. Friso, grüß mal, Lyrics, grüß ich, Kekskuchen, grüß mal, Kurte, Pferdbeere, auf, grüß und grüße bitte meinen Freundin Niklas. Niklas, der Traummann, wird gegrüßt. Mr. Blackop noch wird gegrüßt, 1-7 Robin, grüß ich, Anni Bayer, grüß mal noch, Gaming Depart Highlight wird gegrüßt, Tryhard Flux, grüß ich, Diogo wird auch gegrüßt, aus Zürich, jawohl, aus der Schweiz. Zeldris, Hatake, grüß mal, oder nee, Hatake. Kai und Hagen, die Brüder auch dabei, grüß ihn raus, ne? Pipi207DG, bester Name. Suchti, nee, Schuchti, nicht Suchti, sondern Schuchti 1-7, grüß mal. Iover, nee, Iovyang, was Name? Copy 099, grüß mal. Goldie 0610 auch am Start, grüße ihn raus. Anita Go, grüß mal, 1-7, Boss, grüß mal. Kavumba als VIP, auch seit über einem Jahr VIP, ne? Mit Thomas die Lokomotive vorne dran. Mal wieder Stream Reason, bis zum nächsten Stream, gute Nacht, bis zum nächsten Stream, wir gehen raus und kann nochmal. One Speed grüß mal noch. Feuerwehrfan müden aller grüß mal. MXW, Moonlight Gamer TV, Mohammed, dann Schucht, die haben wir schon gegrüßt, genau, aber grüßen wir mal alle raus hier. Copy 99 war der Name, genau, so, den grüß mal. Die drei Gamer grüß mal. Oder Gamma, da steht wirklich Gamma. Die drei Gamma, nicht Gamer, sondern Gamma. Doppel M. Nils W, grüß mal noch. Jose Luis Dali, nee, Dairi grüß mal. Hat er vorhin donated, grüßen wir raus. Das ist, wie ich glaube, er hat auch donated vorhin, sowas. Internet-Kurt, grüß mal, dann Team
Sleeper Lino grüß ich, Hassan H. grüß mal, den Jonas grüß mal, Mike grüß ich, King Minimi grüß mal, Sabrina grüß ich, dann haben wir noch der Spieler 4D, er hat's einfach gemacht, Liebe geht raus. Ja, auf jeden Fall besser an dieser Stelle. Wenn schon 4D, dann richtig. Der Spieler 4D. Tryhard Flux grüß mal noch, Svenja Carol, Ensaure grüß mal, Left 4 Dead 5 grüß ich, Leon Brano 7 grüß ich, Lenny Bro grüß ich, Johanna grüß mal, Feuerwehrfan, müden Alter haben schon gegrüßt, aber nochmal Grüße genauso. Der Zio grüße ich. Luca auf Fisch, schreibt nochmal gute Nacht an alle. Den Robert grüßt mal auch. Den Marc grüße ich. Oder den David grüßt mal oder den David. Genau. Adrian, eigentlich vergessen, abonnieren ist kostenlos. Road to 1 Million kann ich auch nur weitergeben. Der Messerschmidt auch dabei. Das Waffeleisen-TV ist auch am Start. MXW grüßt mal auch. Rodin 040 grüßt mal auch noch. Left 4 Dead 5 haben wir schon gegrüßt. D grüßt mal. Paolo grüß ich. Marc BK grüßt mal. Anna Mava grüß mal, Sven grüß mal, DJ Maxim. Nee, Maxil. Nee, Alter. Maxilama, Alter. Was denn? Ich wollte immer Maximilian oder so sagen, aber Maxilama ist also DJ Maxilama. So, Days Night grüß mal als Flachwitz. Wie nennt man einen Studierenden? Bauern Akademiker. So, Fritschi TV grüß mal noch. Frage noch, wo ist der Livestream, wo du die anderen RP-Server besucht hast? Den haben wir nicht mehr. Es gibt ein Best-of auf Wuppel, gibt's da. Wir haben Best-of davon gemacht. Einfach Wuppel vorbeiwuppeln, genau. So, dann würde ich sagen, wir machen heute mal Schluss. Ja. Machen wir für heute Schluss, ja. Machen wir so, machen wir. Und dann übermorgen geht's weiter oder morgen. Mal schauen, vielleicht sogar morgen. Was sagt ihr morgen Livestream? Ach scheiße, ich kann morgen vielleicht nicht. Das ist eben das Problem, ich muss echt mal Videos vorproduzieren. Ich muss mir mal einen Tag Zeit nehmen. Ich habe irgendwie mal Bock, wieder Real-Life-Mod zu machen. It's no shit an dieser Stelle. Vergisst mich dauernd. Mathis Gottschalk. Sorry, dann grüße ihn raus an dich, Mathis. Entschuldigung. Kann mal passieren. Ich kann ja nicht alle auf einmal grüßen. Man muss bedenken, es sind immer noch 1400 Zuschauer, ja? 1400 Leute grüßen, das stell dir mal 1400 Leute in einem Saal vor. Und die musst du alle die Hand schütteln, so in etwa. Von 1400 Leuten. Ich meine, klingt wenig, ist dann aber doch viel, wenn man sich's vorstellt, ne? 1400 Leuten die Hand schütteln und die Grüße sagen. Gut, ich glaube aber nicht jeder möchte von den 1000 wieder gegrüßt werden, das geht halt, ne? Ich schätze mal, so um die 500 wollen gegrüßt werden. Aber es sind trotzdem viele Leute im Saal, ne? Dem muss man immer so bewusst werden. Deshalb, ich kann unmöglich alle auf einmal grüßen, leider. Aber ich grüße eh nochmal alle hier durch, so gesehen. Für alle, die noch dabei sind, Kuss geht raus, Opernhaus und wir sehen uns morgen oder übermorgen. Vielleicht morgen mal schauen. Waffeleisen TV, grüße ihn raus. Ein Waffeleisen, oh wie süß. Der hat sogar ein Waffeleisen hier drin. Warte, ich muss auf den Kanal gehen, Waffeleisen-TV. Den muss ich mir angucken, Alter, das ist ja voll das süße Bild, bitte. Der hat wirklich ein Waffeleisen in seinem, da gibt es mehrere Waffeleisen-TV, aber der hat da ein richtig süßes Bild drin gehabt. Also, lass mich auch mal gucken hier. Ja, der hat so ein Waffeleisen drin. Oh, den finde ich gerade nicht, wenn ich auf den Kanal gehe. Ey, YouTube ist so traurig, du kannst nicht mehr auf den Kanal klicken und sehen, welcher Kanal das ist. Finde ich gerade nicht. Aber der hat voll das süße Logo gehabt mit dem Waffeleisen. Gut. Xyn oder Nasan, den grüßen wir natürlich auch, den Ehrenbruder. Den Ehrenbruder muss man grüßen, der absolute Donator Numero Uno immer noch. Ich, weiblich 15, beichte, dass ich noch nie Döner gegessen habe. Zockergirl, dann wird es aber langsam Zeit. So, Kuss, 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 geht raus und wir sehen uns morgen oder übermorgen. Dann macht's gut, Leute. Vielen Dank für alle, die dabei waren, die heute mitgeführt haben auf der Geisterjagd und wir sehen uns. Waffeleisen TV, oh no. Ja, erstmal, erstmal direkt, das müssen wir bei 1:07 genauso mit diesem Logo anbieten, unsere Waffeleisen. Genauso und nicht anders. Also Leute, haut rein, ich abschiebe mich. Pommeses, grüßen wir noch. Pommeses, genau, ganz wichtig. Grüßen wir auch noch, ist ja auch noch VIP. Neuer VIP, by the way. Ja, neu. Ist doch blau. Und dann hau mal rein. Tschüssikowski, Leute. Tschüssi. Wir sehen uns. Bye, bye. Tschüss. Wir sehen uns.